So, hallo und herzlich willkommen im Arbeitszimmer zum 734. Versuch, ein vernünftiges Intro zur Seven vs. Wild Folgenbesprechung hinzubekommen. Heute ist es ein bisschen träge, deswegen nehmen wir das, was ich jetzt erzähle. Und mir ist scheißegal, ob das jetzt zu lang wird oder nicht, geht im Gesamtrauschen der Länge dieses Beitrags wahrscheinlich sowieso unter. So, nur damit ich irgendwann mal nach Hause gehen darf und hier fertig bin. Also, zwei Anmerkungen. Erstens, bitte wieder keine Hasskommentare in die Kommentare schreiben. Hat letztes Mal sehr gut funktioniert. Ich musste, glaube ich, nur 3 oder 4 Sachen löschen. Vielleicht 5. Aha. Irgend sowas um den Dreh. Also das ist erstaunlich wenig, muss ich sagen. Das hat mich sehr gefreut. Zweitens, warum mache ich keinen Podcast? Weil ihr müsst auch heute nicht zugucken. Zuhören reicht. Zugucken ist nicht zwingend erforderlich. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich für einen Podcast, um mit dem irgendwelches Geld zu verdienen, und Geld verdienen muss ich, weil ich möchte gerne Brötchen kaufen. Ich mag Brötchen. Und vor allen Dingen muss ich schwarzes Wasser bezahlen. Ich mag auch schwarzes Wasser. Und beides brauche ich langfristig. Okay, vielleicht brauche ich nicht schwarzes Wasser zum Überleben und ich könnte auch andere Sachen als Brötchen essen. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Ein Podcast, damit verdienst du keinen Cent. Denn wenn du nicht einen Sponsor hast, der während des Podcasts immer mal wieder irgendeinen eigenen Werbetext einblenden lässt, dass dann also plötzlich blim, 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 kauft, keine Ahnung, schwarzes Wasser aus dem Schwarzwald, aus der schwarzen Quelle mit Aspartan, Natriumcyclamat und was gibt's da noch alles? Sucralose. Halt, wenn es los ist, ist es tatsächlich ein Zucker. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch irgend so ein Zuckerersatzstoff, der aber doch ein paar Kalorien hat, weil er halt doch noch irgendwie entfernt an Zucker erinnert. Mir scheißegal. Jedenfalls. Werbung vorbei und jetzt darf ich weiter erzählen. Ja, und da ich einen solchen Sponsor nicht habe und derzeit kein Bedürfnis habe, mir einen zu suchen, insbesondere für ein Produkt, hinter dem ich auch halbwegs stehe, und keine Lust habe für irgendwelche pseudowissenschaftliches Hokuspokus, Sporternährungsgrünes Pulver aus Spirulilla, also irgend so eine tolle Alge, die gerade der neueste Scheißdreck ist. Tatsächlich ist die Alge prinzipiell sehr, sehr toll. Den ganzen anderen Krempel, den sie dabei gefügt haben, der dient eigentlich nur dazu, einen völlig überteuerten, meiner Meinung nach, Preis zu rechtfertigen für dieses grüne Pulver, das du dann saufen sollst, angerührt, um damit leistungsfähiger oder was auch immer gesünder oder schöner, grüner und photosynthetischer zu werden. Und ja, also es läuft darauf hinaus, ich habe keinen Bock auf den ganzen Werbeschwachsinn, mir da selber irgendwen zu suchen, den ich da dauernd in den höchsten Tönen bewerben muss. Und es für euch keine Möglichkeit gibt, dieser Werbung zu entgehen, weil wenn das mitten im Podcast passiert, dann müsst ihr das mitbekommen. So, wenn ich irgendwelches Zeug in der Videobeschreibung habe, was ich habe, ja, das könnt ihr auch getrost ignorieren. Einfach mal so auf beiden Backen völlig aussetzen. Und so tun, als sei das gar nicht da. Das würde halt mit so einer Einblendung nicht gehen. Und das ist mir wichtig, wenn ich schon irgendwelche blöden Werbedeals habe und so weiter und so fort, dann sollen die bitte ignorierbar sein. Wen es trotzdem interessiert, kann sich sie angucken, aber ihr wisst Bescheid. Gut, das wollte ich einfach nur gesagt haben. Heißt, ich lasse das lieber auf YouTube, da gibt es das faire Modell, dass ihr personalisierte Werbung vom allmächtigen Algorithmus reingedrückt bekommt. Und zwar, wann immer ihr aufs Klo geht und lang genug das Video pausiert, dass ihr eine Werbung zu sehen bekommt, wenn ihr das Video weiterguckt. Ne? Ja, euer Problem, geht halt nicht aufs Klo. Oder alternativ eben am Anfang und bekanntlich am Ende. Tatsächlich ist es für mich gar nicht so schlecht, die aufs Klo Zwischenwerbung-Lösung, da meine Beiträge ja nicht ganz kurz sind und die meisten Menschen dann doch irgendwann aufs Klo müssen, passt das ganz gut. Ja, da gibt es dann quasi eine Zwischenwerbung oder zwei, wenn ihr eine nervöse Blase habt. Habt eine nervöse Blase. So, aber damit kommen wir zum Thema. Ich würde, wie jedes Jahr bei Seven vs. Wild Folgenbesprechungen, noch auf Kommentare vom letzten Mal eingehen und noch ein paar Richtigstellungen machen, so die da notwendig sind. Und diesmal sprechen wir über folgendes Thema, nämlich, war es denn so schlimm, kein Feuer anzumachen in der ersten Nacht? Da haben einige von euch in den Kommentaren das wirklich ganz furchtbar gefunden und das super wichtig gefunden, dass man in der ersten Nacht unbedingt hätte Feuer machen können, sollen und so weiter. Selbstverständlich wäre
das eine Möglichkeit. Das dürft ihr auch selbstverständlich sehr gerne so sehen. Und ihr hättet auch sicherlich gerne ein Feuer gemacht. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Es gibt da halt einfach verschiedene Herangehensweisen. Und ich finde bis heute meine Ansicht, dass man hätte Feuer machen können. Ja, hätte man Feuer machen müssen? Nein. Und wir sehen ja, dass es auch so funktioniert hat. Es ist niemand gestorben. Niemand hat so sehr gelitten, dass irgendwelche gelben und roten Knöpfe gedrückt worden sind. Und ob das jetzt langfristige Folgen hat, werden wir nie erfahren. Weil man kann jetzt nicht sagen, oh, da wird dann jemand an Tag 37, sagen wir mal an Tag 12, das weiß ich auch nicht, was an Tag 12 passiert, soweit sind wir auch auf Bohain noch nicht, wird jemand krank. Und das liegt daran, dass in der ersten Nacht kein Feuer gemacht wurde. Das ist halt völliger spekulativer Schwachsinn, das werden wir niemals nachweisen können. Ob in der nächsten ersten Nacht, also kein Feuer gemacht zu haben, jemals irgendwelche negativen Konsequenzen haben wird, kann man nie beweisen. Es macht also auch keinen Sinn, so zu tun, als sei jetzt alles das nicht vorhandene Feuer in der ersten Nacht schuld an allem, was später passieren wird. Wenn Stefan-Joe-Konflikte eskalieren, liegt das daran, dass in der ersten Nacht kein Feuer gemacht worden ist und die beiden nicht sich voll Liebe am Feuer umarmen konnten und ihren Konflikt durch die Liebe und die Hitze des Feuers wegbrennen konnten, weil kein Feuer da war. Ach. Und dann kamen die Glücksbärchis und haben Glücksstrahlen auf beide abgeschossen und zwar voll in die Fresse. Irgendwie so war das, glaube ich. Ja, also ich verstehe nicht, warum es da nicht die Annahme oder ich würde einfach vorschlagen, dass wir einfach davon ausgehen, dass es mehrere Lösungsansätze gibt, die gleichwertig funktionieren. Ich finde übrigens den Kommentar von Fritz diesbezüglich erstaunlich gut. Manchmal hat er so richtig seine hellen Momente, ne? Nein, ein Lob für Herrn Meinecke kommt später noch. Muss mal sein. Also hin und wieder muss man auch mal loben. Und auch den größten Outdoor-Influencer Deutschlands, auch den darf man mal loben, der ist auch nur ein Mensch. So, ja, so viel zum Punkt 1 mit dem fatalen Fehler, kein Feuer gemacht zu haben. Also da fehlt mir wirklich völlig jede Einsicht, was daran so furchtbar schlimm gewesen sein soll. Ne? Wenn jetzt jemand gestorben wäre, dann wäre es ein fataler Fehler. Wenn jemand sofort den gelben Kopf gedrückt hätte, dann wäre es auch noch ein Fehler. Aber so ist es eine von diversen Möglichkeiten. Du sparst dir die Arbeit, die du hättest, wenn du halt an dem Tag noch unbedingt ein Feuer zum Laufen kriegen wollen würdest. Im Übrigen Raureif auf dem Schlafsack. Hatte ich auch schon 734.000 Mal gefühlt. Ja, das bringt dich nicht um, das macht überhaupt nichts. Raureif auf dem Schlafsack ist in keinster Weise irgendwie furchtbar schlimm. Ja, ist das super angenehm? Würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber ist es schlimm? Überhaupt nicht. Ja, keine Ahnung, wie viele Nächte ich schon Raureif auf dem Schlafsack hatte. Das kratzt doch nicht. Ist der Schlafsack danach furchtbar durchgeweicht? Nee, dann hängst du eine halbe Stunde in die Sonne, dann ist der wieder trocken. Haben sie ja dann auch gemacht, die Dinger zum Trocknen aufgehängt. Also ich verstehe nicht, wo da das Riesenproblem sein soll, dass da Kondenseis sich sozusagen auf den Schlafsäcken gebildet hat. Riesenfehler. Warum? Wo ist das Problem? Klar war es ein bisschen kalt, aber ich finde das ehrlich gesagt einen ganz netten Einstieg ins Szenario, dass der eine oder andere Teilnehmer halt einfach mal wirklich realisiert, wo er hier gerade ist. Nicht im heimischen Bettchen, sondern halt eben draußen und dass es dann da eben entsprechend auch mal ein bisschen kühler werden kann. Aber bei den Schlafsäcken, das habe ich ja letztes Mal schon besprochen, bestand wirklich bei keinem Schlafsack ein nennenswertes Risiko, dass da jemand mit bleibenden Schäden da rausgeht. Ist ja auch nicht passiert. Zumindest wenn, dann können wir es nicht nachweisen, ob es jetzt in dieser speziellen Nacht passiert ist oder irgendwann anders oder irgendwann während am Feuer sitzen. Man kann das so nicht diesen Moment ausmachen, in dem eine Infektion mit was auch immer stattfindet. Davon abgesehen, eine Infektion kann in diesem Zustand wahrscheinlich sowieso gar nicht mal groß stattgefunden haben, sondern bestenfalls ein Ausbrechen der Krankheit durch einen geschwächten Körper, durch wohlmöglich Kälte. Kälte allein macht dich ja nicht krank, Grippe, grippaler Effekt etc. pp., sondern einfach die Tatsache, dass dann möglicherweise dein Immunsystem nicht so ganz fit ist und du dir eher, weil du insgesamt geschwächt bist, eher eine ausbrechende Krankheit sozusagen zuziehst. Ja, aber Kälte an sich macht dich nicht krank. Wenn du ganz alleine irgendwo in der Kälte rumrennst, dann kannst du kalt werden, wie du lustig bist, du kriegst trotzdem keine Grippe, weil woher sollen die Viren kommen, wenn da niemand anders in der Gegend rumrennt, der humanpathogene Grippeviren mit sich herumschleppt. Gut, nächster Punkt. Eine Rettungsdecke. Hätten sie doch eine Rettungsdecke noch zusätzlich über die Schlafsäcke drüber geschmissen? Jep, das sehe ich ein, das hätten sie definitiv machen können.
Ja, vielleicht hätten sie es auch machen sollen, hätte ich es gemacht. Ich hätte es vermutlich, wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich es schon gemacht. Also wenn der Vorschlag gekommen wäre, hätte ich auf jeden Fall gesagt, oh ja, lass das machen, das ist eine gute Idee. Warum haben sie das nicht gemacht? Weiß ich nicht, war ja nicht dabei. War es schlimm, dass sie es nicht gemacht haben? Nö, hat ja auch so irgendwie funktioniert. Ja, wer sagt denn, dass eine Nacht immer super, super toll sein muss? Also man darf auch durchaus mal eine kalte Nacht haben, da geht die Welt nicht von unter. Dafür hatten sie eine längere Nacht. Wie gesagt, wenn sie Feuerholz gemacht hätten und Feuer noch in der gleichen Nacht angezündet hätten und so weiter und vorher noch genügend Feuerholz, dass es bis in die Morgenstunden reicht, gesammelt hätten, dann wären sie halt später zum Schlafen gekommen. Hat alles Vor- und Nachteile. Die waren offensichtlich müde. Also wenn sie selbst beschlossen haben, vor Ort und an Ort und Stelle, im vollen Wissen, wie kalt sich das anfühlt, wie gut oder schlecht ihre Windisolation ist, Winddämmung und so weiter und so weiter. In dem Wissen der Gegebenheiten vor Ort haben sie diese Entscheidung getroffen. Haben sie sie hinterher bereut? Ja, zumindest einige, wenn man den Reactions glauben darf, unter anderem auch Huwe. Ja, Hugo und Uwe, Hugo und Uwe, Huwe zusammengefasst. Aber ja, hätte man machen können, ja. Aber es gibt ja nicht nur Fehler und perfekt, sondern es gibt da noch ein ganz großes Spektrum dazwischen. Und ich würde sagen, die Nichtverwendung von Rettungsdecke, die ist da irgendwo in diesem Bereich einzuordnen. Direkter Fehler ist das nicht unbedingt. Ja, wenn dadurch jemand zu Schaden gekommen ist und der Schaden durch einen Rettungsdeckeneinsatz hätte abgewendet werden können, dann wäre es ein Fehler. Anders ist es halt eine nicht genutzte Komfortoption, die halt nicht stattgefunden hat. Wer das auch als Fehler bezeichnen möchte, der kann da meinetwegen auch kleiner Fehler von mir aus zu sagen, aber ja. So. Das wären die Anmerkungen zum letzten Mal gewesen, zu denen ich noch gerne was sagen wollte. Damit kommen wir dann zu Folge 3 und schauen uns mal die aktuelle Lage an. Wir haben Flugzeug mit Feuerstelle, jetzt dann im Laufe dieser Folge. Dach für 2 Personen, Windschutz für ja, alle Personen, die draußen pennen, sprich 4. Und genau genommen haben wir, wie viele? Moment, 4 Outdoor-Schlafplätze zu dem derzeitigen Zeitpunkt. 3 davon unter dem einen Flügel und der andere quasi unter Kondensbelastung und wohl etwas kalt für die Feuerwache, was ja Joe gewesen ist in der zweiten Nacht. So, was haben Sie dann den Tag über getrieben, beziehungsweise was wäre jetzt der nächste Schritt, um diesen aktuellen Stand des Lagers noch ein bisschen gemütlicher zu bekommen? Ja, mehr Bodenisolation im Flugzeug, nach Aussage von Joe, das sagt er irgendwo mal zwischendrin, ist die Bodenisolation außerhalb vom Flugzeug quasi perfekt und das ist in Ordnung und da schläft man scheinbar nach unten relativ warm mit dem, was man zu dem Zeitpunkt da hingelegt hat. Hat man da mehr hingelegt? Nee, aber es verteilt sich halt nur noch auf 4 Personen, weil 3 Personen ja ins Flugzeug umgezogen sind. Und damit ist die Bodenisolation für außen jetzt eben einfach pro Person dicker geworden. Ist irgendwo logisch und scheinbar reicht das dann auch offensichtlich, um nach unten genügend Bodenisolation zu haben. Und sobald das Thema erstmal geklärt ist, braucht man sich darum nicht kümmern. Was wir stattdessen brauchen, wäre halt eben mehr Bodenisolation im Flugzeug selber, damit im Flugzeug überhaupt vernünftig gepennt werden kann. Da kann man jetzt vielleicht auch wieder nach einem Fehler suchen, denn wir wissen ja dann später, wie die Nacht verlaufen ist. Das ist ja innerhalb von Folge 3 und 4 passiert, die zweite Nacht. Und da ist insbesondere Julia ziemlich kalt gewesen, weil sie halt Kontakt mit den Metallteilen, die teilweise als Boden verwendet worden sind, direkt hatte. Und ja, Metall ist so ziemlich das Dämlichste, worauf man liegen kann, wenn man nicht unbedingt kalt liegen möchte. Und das bedeutet natürlich, dass dafür in der zweiten Nacht noch zu wenig Isolationsmaterial im Flugzeug drin gelegen ist, um da eine gute Nacht zu haben. Ist das jetzt ein Fehler? Das könnte man sicherlich schon so sagen. Wer ist an dem Fehler schuld? Ja, die gesamte Gruppe, die nicht als gesamte Gruppe nicht in der Lage war, da genügend Isolationsmaterial reinzupacken. Also wem will man das jetzt vorwerfen? Dem Joe, weil er die anderen nicht ausreichend angepeitscht hat? Dazu später noch ein paar Takte mehr. Jedenfalls wäre es schön gewesen, da mehr Isolationsmaterial zusammenzutragen. Ja.
So, hätte man die Löcher im Flügel abdichten sollen, weil der Flügel, also der Flügel besteht ja aus dem normalen Flügel und eben diesen Klappen, die so ein bisschen beweglich sind, scheinbar um zu steuern. Ich habe nach wie vor immer keine Ahnung von Flugzeugen. Und zwischen diesen Klappen, die da am Flügel dranhängen, eben auch aus diesem alternativen Material, Kunststoff, brennbarer, nicht brennbarer Harz, keine Ahnung, oder zumindest flammenhemmend, Harz oder woraus immer das genau besteht, irgendein Kunststoff, ich weiß es nicht, wurde inzwischen auch irgendwo aufgeklärt, was das genau für ein Material gewesen ist. Habe ich nicht wirklich aufgepasst, kenne mich mit so einem Zeug nicht aus, ist mir auch wurscht. Aber zwischen diesen Klappdingern und eben der eigentlichen Tragfläche aus Metall befindet sich eine kleine Ritze und durch diese kleine Ritze kann es durchregnen. So, das heißt, der gesamte Flügel ist als Regenschutz dahingehend nicht so richtig, richtig toll, weil es halt an dieser Stelle durchregnet. Das heißt, nur bis zu der Stelle, wo diese Klappen sozusagen ansetzen, ist der Flügel wirklich ein Dach in Anführungszeichen. Und da regnet es dann durch. Das Nette ist allerdings, dass dieses Dach wahrscheinlich für eine Person gerade so reichen würde und sich da eben drunter zu verstecken, bis zu der Stelle, wo es durchregnet. Hätte man diese Löcher jetzt noch gestopft, dass es also durch den Flügel sozusagen nicht mehr durchregnet, dann wäre man in der luxuriösen Situation, den gesamten Flügel quasi als Dachfläche zur Verfügung zu haben. Hätte man das machen sollen? Ja, hätte man sicherlich können. Womit hätte man das dann hingekriegt? Entweder einen Haufen Blätter drauflegen. Die winzig kleinen Nothofagusblätter sind da immer noch relativ scheiße. Da hätte man also eine enorme Menge draufpacken müssen. Ist sicherlich jetzt nicht Priorität A, unbedingt jetzt diese Löchlein abzudichten. Man hätte natürlich auch Rettungsdeckenmaterial nehmen können. Eine Rettungsdecke so zerschneiden, was übrigens auch gar nicht so einfach ist, die auf genau exakt die Größe zu zerschneiden, die man haben möchte. Aber sie haben ja eine Schere, wie Hugo eindrucksvoll beim Grasschneiden demonstriert hat. Mit der Schere wäre es dann wahrscheinlich schon möglich gewesen, aus einer Rettungsdecke genügend Material rauszuschnibbeln, um den gesamten Flügel damit abzudichten, so man dann Klebeband hat. Klebeband, wie wir ja noch erfahren, haben sie dann spätestens nach Fund des sogenannten Werkzeugkoffers. Da hätte man auch genauso gut einfach komplett die Löcher einfach nur mit einem Streifen Klebeband überkleben können. Ich glaube, das war ein relativ viel und relativ gutes Klebeband, was sie da gefunden haben. Also ab diesem Punkt spätestens dann wäre ein Abdichten des Flügels möglich gewesen. Hätte man das dann sofort machen müssen? Nö, weil die Arbeit geht sehr, sehr schnell. Und wenn sich mieses Wetter ankündigt, es ist ja auch nicht so, dass mieses Wetter jetzt von sofort auf gleich ohne die kleinstmögliche Ankündigung durch zumindest mal verdeckte Sterne, das merkt man auch in der Nacht, wenn da jemand aufwacht, kurz in den Himmel guckt, feststellt, Sterne ist vorhanden, ist gut, dann sind schon mal keine Wolken. Oh, Sterne waren eben noch vorhanden, jetzt sind plötzlich keine mehr da. Oh shit, es sind Wolken. Jetzt sollten wir vielleicht überlegen, ob wir davon ausgehen, dass es bald anfängt zu regnen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Aber solange wirklich überhaupt kein Indiz auf Wetteränderung, weil wie gesagt, selbst im Gebirge brauchst du das ungefähr eine halbe Stunde. Die hast du dann schon noch als Vorbereitung. Solange das nicht gegeben ist, sehe ich jetzt nicht die Notwendigkeit, die letzten kleinen Schritte zur Wasserdichtigkeit des Lagerplatzes unbedingt prioritär auszuführen. Kann man machen, wäre auch sicher nicht falsch, aber hier ist es halt wirklich einfach nicht eine Frage von richtig oder falsch, sondern von, ja, irgendwas dazwischen. Und ja, wie gesagt, wenn du eine halbe Stunde, bestenfalls eine halbe Stunde Zeit hast, bis es anfängt zu regnen und du das Gefühl hast, jetzt fängt es bald an zu regnen und so weiter, dann wäre es zum Beispiel auch problemlos möglich gewesen, noch das Rettungsboot, die Rettungsinsel, die ja einfach locker über dem Flieger liegt, als Dach, noch mit zwei Stöcken zu sichern, dass die halt nicht so durchhängt. Da haben sich auch einige echauffiert, wie kann man nur die Rettungsinsel da so durchhängen lassen, die fällt ja sofort runter, sobald es da reinregnet. Das ist richtig, aber das ist eine Angelegenheit von 5 Minuten, da einen Stock drunter zu schieben, damit sie halt nicht mehr runterhängt. Das sind dann halt so Kleinigkeiten. Wer mal ein bisschen Erfahrung mit Hungerstoffwechsel gemacht hat, und mit solchen lange in der Wildnis rumhocken und wirklich Energiemangel und sich aufraffen müssen, um noch was zu tun. Das hast du auch bei langen, langen Trekkingtouren irgendwann. Viele Menschen haben das zumindest, also ich zum Beispiel, dass dann so Momente kommen, wo wirklich alles anstrengend wird und ein Handgriff, den du nicht zwingend machen musst, den machst du dann halt einfach nicht. Wenn der Handgriff dann später doch einfach notwendig ist, dann machst du ihn halt doch. Und es ist halt die Hoffnung, dass du es dann noch schaffst, ihn rechtzeitig zu machen, bevor er dringend, dringend, dringend notwendig wird. Sowas in die Richtung scheint mir zum Beispiel die Stützvorrichtung für die Rettungsinsel zu sein. Ist schnell gemacht, ist eine Kleinigkeit. Hätte man gleich machen können, ja. Ist es furchtbar schlimm, es nicht gleich gemacht zu haben? Nein.
Wäre es besser? Ja. Also irgendwo so in dem Bereich sind solche Kleinigkeiten einzuordnen. Also Fehler, wie gesagt, wenn du unbedingt alles, was nicht perfekt ist, ein Fehler ist, dann ist es ein Fehler. Sonst würde ich sagen, ist egal. So, wenn man das weiß, ja, wenn es dann regnet und man vergisst das und man ignoriert diesen Umstand, dass das Ding irgendwann vollläuft, das wäre natürlich schon ein Fehler und auch peinlich. Aber bisher ist das nicht vorgekommen. So, Bodenisolation hatten wir drüber geredet, die passt jetzt also soweit. Im Flieger selber wäre natürlich schön gewesen, wenn da noch mehr reinkommt. Das bringt uns übrigens auch zu dem Punkt, wie viel Arbeitsleistung kann unsere Gruppe denn eigentlich vollbringen? Das ist ja auch was, was viel diskutiert worden ist. Wenn ich da mit meinen Kumpels wäre, dann wäre die Sache in einer halben Stunde erledigt und dann fliegen wir mit dem Flugzeug nach Hause. Ja, da haben wir es nämlich repariert. Ohne dass da Motoren in den Motoren drin sind und solche Späße. Ne? Das ist also ein bisschen schwierig. Ein eingespieltes Team, das sich vorher kennt und weiß, wie man zusammenarbeitet, bei dem auch vorher geklärt ist, wer das Sagen hat und auf wen sie hören wollen und so weiter, ist natürlich erheblich effizienter als eine lose zusammengewürfelte Gruppe aus, ich sag mal, Individualisten. Der Job des Influencers ist nicht gerade Teamarbeit, sondern du hockst dich irgendwo alleine im stillen Kämmerlein oder im Walde oder sonst wo vor deinen kleinen schwarzen Kasten und erzählst ihm all deine Sorgen. Und das erzählst du dann damit auch der Welt, aber letzten Endes redest du halt doch nur mit dem kleinen Kasten. Klar, wenn man das lang genug macht, hat man irgendwann das Gefühl, mit der Community zu quatschen, geht mir auch so. Aber letzten Endes ist es nur der kleine schwarze Kasten. Und das ist was anderes, wenn du einen Haufen Leute, die das hauptberuflich oder zumindest als großen Teil ihres Berufs machen, zusammenschmeißt, sind die kein eingespieltes Team aus Handwerkern. Natürlich nicht. Wie sollten sie? Das ist doch logisch, dass das nicht funktioniert. Das kann auch nicht so gut funktionieren wie bei eben einem eingespielten Team, das sich persönlich kennt. Sicherlich ein Grund, weshalb die berühmte Fußballmannschaft in den Anden mit dem Kannibalismusabsturz, ne, so gut überlebt hat, weil sie halt als Team bereits gewöhnt waren, halbwegs zusammenzuarbeiten. Zwar nur Fußball in Anführungszeichen, aber sie hatten ein funktionierendes Team und der Kapitän der Mannschaft hat so mehr oder weniger das Kommando übernommen, was sicherlich nicht immer ganz völlig unangefochten gewesen ist, aber zumindest war jemand da, bei dem man grob sagen kann, dass er das Kommando übernehmen kann. Das haben wir hier nicht. Hier kristallisiert sich durch natürliche Autorität oder durch die Tatsache, dass er halt am meisten Ahnung hat, schon der Joe als Führungsrolle heraus. Aber das ist ja nicht unangefochten. Meines Wissens haben die nicht abgestimmt, dass der Joe ab sofort die völlige Souveränität zum König Joe haben soll oder Imperator Joe mit Blitzen. Bzzz, na, also Star Wars-mäßig. Und ähnliches, sondern das ergibt sich einfach so. Und als Anführer, der sich einfach so ergeben hat, ist das eine andere Situation, zumindest würde ich davon ausgehen wollen, der Gruppenführung, als wenn du wirklich Autorität hast, die nicht angezweifelt werden darf. Also sprich ein militärischer Anführer, wenn dem nicht gehört wird, ist es Befehlsverweigerung und derjenige, der da nicht drauf gehört hat, kommt vors Kriegsgericht im schlimmsten Fall, ne? Oder hat halt wirklich extrem drakonische Scheißmaßnahmen zu erwarten als Konsequenz. Was ist die Konsequenz, wenn du nicht auf Joe hörst in Seven vs. Wild? Gar nichts, außer dass der Joe dich dann nicht mehr mag. Vielleicht. Ja, okay, weiß ich nicht. Möglicherweise mag er dich dann erst recht, weil du dich verpisst hast. Das ist die Frage, ne? Alles gut, Spaß. Aber das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt hier keine höhere Instanz, die dem Joe das Recht geben würde, andere rumzukommandieren. Das kann er natürlich trotzdem machen, aber niemand muss auf ihn hören. Wenn er jetzt möchte, dass die Gruppe einigermaßen durchkommt, wenn er sich selbst als Ziel gesteckt hat, und das hat er wohl, möglichst viele, möglichst lange durchzubringen durch seine Hilfe, dann wäre es meiner Meinung nach kontraproduktiv, wenn er dem Hugo in dem Moment mitteilt, wo der Hugo ankommt und eine Hagebutte hat. Ja, das ist eine Hagebutte, aber jetzt sammel Holz, du Depp! Wir brauchen Holz, sofort jetzt! Holz! Nur Holz sammeln! Was machst du da mit der Schere, du Idiot? Sammel Holz! Haltet ihr das für hilfreich?
Also daher bin ich wirklich immer ein bisschen überrascht, wie man davon ausgeht, dass eine bessere Gruppenführung, wie auch immer das genau aussehen soll, hier für erheblich mehr Motivation und für erheblich mehr Produktivität, im Arbeitsverhalten hätte sorgen können. Das weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, ne? Also wenn du die einfach anschnauzt und die keinen Bock mehr haben, dann rennen die weg und reden mit der Kamera, dass sie gerade angeschnauzt wurden und jetzt keinen Bock mehr haben. Und dann wird auch wieder nichts gearbeitet. Wir dürfen wirklich nicht vergessen, dass wir es hier, und das ist ja auch gut so, wenn du da 7 Otto-Normalbürger hinstellst, dann ist die ganze Staffel langweilig. Das müssen schon Charakterköpfe sein, die in irgendeiner Form auch aneinander geraten können und es natürlich auch tun, wie wir wissen. Das wäre wirklich langweilig, da völlig normale, langweilige Leute hinzuschicken. Davon abgesehen, wenn das alles völlig normale, langweilige Leute ohne Outdoor-Erfahrung sind, sind die nach 2 Tagen auch schon draußen und dann ist die ganze Staffel am Arsch. Und das wäre auch ein finanziell ziemlich großes Risiko für den ganzen Produzentenkrempel, Krembempel und so weiter. Daher, ja, ich verstehe wirklich nicht so ganz die Idee, dass die hätten unglaublich viel effektiver arbeiten können. Wenn man bedenkt, was das für ein Haufen ist, unter völligem Nahrungsmangel und mit Jetlag, ja, immer noch. Die hatten ja keine Gelegenheit, jetzt den Jetlag wirklich wegzupennen in der ersten Nacht, dass der jetzt völlig verschwunden wäre. Bei kalt, bei ungewohnt kalt, bei Stresssituationen, bei auch sozialem Stress, spätestens wenn zur Kenntnis genommen wird, dass diese Situation zwischen Joe und Stefan ein bisschen schwierig sein könnte, und das wird schon sehr früh zur Kenntnis genommen, unter anderem durch Julia und ich meine auch Sandra, das sind alles schon so Bedingungen, die die Produktivität etwas bremsen. Und ich würde da wirklich ungern eben jetzt ein eingespieltes Handwerkerteam mit diesen 7 Hanseles da, meine ich überhaupt nicht böse Hanseles in diesem Zusammenhang, wirklich, das ist was anderes. Das ist definitiv was anderes. Und das finde ich aber in diesem Szenario gut, weil wenn ein Flugzeug abstürzt, dann hockt da nicht ein Team von 7 eingespielten Handwerkern drin. Das heißt, es kann schon sein, aber es muss nicht zwingend so sein, sondern tatsächlich so ein mehr oder weniger Querschnitt der Gesellschaft. Dass der Querschnitt der Gesellschaft einen Joe Vogel dabei hat, das ist natürlich nicht realistisch. Aber trotzdem finde ich das gut so. Also ich habe da kein Problem mit. Und natürlich sind die nicht so produktiv wie eben nur Survival-Experten. Es waren einmal 7 Survival-Experten hinter den 7 Survival-Bergen im Survival-Flugzeug, die dort abgestürzt sind, weil sie leider zwar Survival-Experten waren, aber keiner von ihnen ein Flugzeug fliegen konnte. Gut, aber damit wechseln wir erstmal den Akku. So, nächster Punkt. Hätte man den Flügel andersrum aus Flugzeug leben können? Wer Folge 5 schon gesehen hat, weiß, warum das wohl möglich interessant gewesen wäre. Aber erstens, anscheinend war das wohl nicht so wirklich möglich, weil das nicht gehalten hätte. Und zweitens, aufgrund von Regen wäre dann die regengeschützte Seite des Flügels, also sprich, man hat ja als Wand hinter dem Flügel die Turbinen hingestellt, beziehungsweise hingerollt, hingepackt, wie auch immer. Und wenn man in der Nähe der Turbine gelegen hat, lag man auch so weit unterm Flügel, dass man selbst wenn es bei diesen Klappklappen durchgeregnet hätte, wäre man da trocken geblieben, hatte auf diesem Wege also da wirklich auch einen trockenen Schlafplatz. Andersrum den Flügel hinzubauen hätte bedeutet, dass es dann durch diese Klappen da durchgeregnet hätte, hätte man die dann auch abdichten können, eben mit Rettungsdecke und Klebeband, spätestens wenn man Klebeband gehabt hätte. Zum Zeitpunkt, wo der Flügel da so hingelegt wurde, hatte man aber kein Klebeband. Da hätte man es irgendwie anders abdichten müssen. Das wäre mit den vorhandenen Materialien wahrscheinlich eher schwierig gewesen. Man hätte auch Klamotten irgendwie reinstopfen können. Weiß nicht, ob genügend Klamotten für den Zweck vorhanden gewesen wären. Es mit Gras versuchen, etc. pp. Also vielleicht wäre es irgendwie gegangen, aber in dem Moment war das wohl gerade nicht so die Überlegung, dass man den Flügel unbedingt falsch rum, beziehungsweise andersrum oder richtig rum, je nachdem, wie man das sehen möchte, hätte anbringen müssen. Tatsache ist jedenfalls scheinbar, nach dem, was ich an Kommentaren der Teilnehmer gesehen habe, war wohl die Idee, den Flügel so rum draufzusetzen, eben die Tatsache, dass er dann mehr Regenschutz bietet. So, also hätte man ihn andersrum draufbauen können, vielleicht war nicht dabei. Wäre das besser gewesen, wie wir später rausfinden, ja.
Aber es ist ja nicht so, dass die Gefahr des Feuers unterm Flügel völlig ignoriert worden wäre. Es gibt da ja eine kurze Szene, die auch so in die Folge reingeschnitten ist, in der Joe erklärt, dass das Feuer nicht zu groß werden darf, weil sonst eben potenziell eben der Flügel wohl möglich, beziehungsweise das Kunststoffmaterial, der Stoff oder wie auch immer man das Zeug da nennen möchte, hätte anfangen können zu brennen. Ist zwar flammresistent oder irgendwie, aber das Feuer darf halt nicht zu groß werden. Das heißt, man war sich der potenziellen Gefahr bewusst und es gab eine Sicherheitseinweisung in den Umgang mit dem Feuer unterm Flügel vom Joe. Was uns allerdings dann zu der Frage bringt, hätte man die Feuerstelle nicht eventuell neben dem Flügel machen sollen? Und ehrlich gesagt sehe ich das auch, dass da wenig dagegen gesprochen hätte, das zu tun. Später wurde sie ja dann neben den Flügel verlegt. Das haben auch offensichtlich viele Leute nicht richtig verstanden. Es gibt eine Szene in Folge 5, die wollen wir jetzt, Folge 5 bespreche ich schon nochmal separat, aber ganz kurz. Da wird die Feuerstelle vergrößert im Sinne von, dass die Fläche der Feuerstelle erhöht wird, damit man den Hauptteil des brennenden Feuers eben nicht mehr unterm Flügel, sondern zwischen den beiden Flügeln sozusagen zu sagen hat. Das heißt, die Feuerstelle zu vergrößern bedeutet nicht, das Feuer größer zu machen. Das haben viele sich offensichtlich dabei gedacht, dass das jetzt heißt, jetzt machen wir ein noch größeres Feuer. Nein, man erhöht nur die Fläche. Wenn man jetzt nicht den Holzverbrauch verdoppeln und verdreifachen möchte, sollte man nicht die gesamte Fläche der Feuerstelle auch tatsächlich unter Feuer halten, weil das eben enormen Holzverbrauch bedeutet. Denn einem, wir haben nicht unendlich Holz oder Holz machen ist anstrengend, Szenario, das man eigentlich immer hat, mindestens letzteres. Ist das völliger Quatsch, jetzt da ein Riesenfeuer auf einmal machen zu wollen? Warum zum Geier hätte das zu diesem Zeitpunkt auch nötig sein sollen? Die Idee war also wirklich, die Feuerstelle noch ein bisschen zu erweitern, um eben das Feuer, so habe ich das zumindest interpretiert, vielleicht irre ich mich da auch, um das Feuer eben zwischen die Flügel zu bekommen. Und da kann man jetzt natürlich schon sagen, hätte man die Feuerstelle nicht direkt zwischen den Flügeln, also es war ja noch kein zweiter Flügel aufgestellt zu diesem Zeitpunkt, aber hätte man die Feuerstelle nicht vielleicht direkt neben den Flügeln machen können? Ja. War es ein Riesenrisiko, die Feuerstelle direkt unter den Flügel zu machen? Nicht unbedingt ein Riesenrisiko, zumal ja man sich ja der Gefahr bewusst war und eben die Anweisung gekommen ist, dass das Feuer nicht zu groß werden darf. Und es müsste schon verdammt groß werden, um da eben eine Brandgefahr zu erzeugen. Ja, und damit eigentlich das Risiko überschaubar gewesen wäre. Jetzt ist halt eben das so eine Frage der persönlichen Risikoeinschätzung. Das haben wir nachher gleich nochmal. Wie viel Risiko hält man für akzeptabel für einen möglichen Nutzen? Der mögliche Nutzen besteht darin, dass wenn die Feuerstelle direkt unterm Flügel ist, strahlt halt die Hitze direkt an den Flügel, wird da gebrochen und verteilt sich ein bisschen ja, fächerförmig eben unter dem Flügel. Nicht nur unmittelbar dagegen, plong, und wieder zurück ins Feuer und das war's, sondern wirklich schon auch ein Stück weit auseinanderstrahlend. Man hat also tatsächlich eine bessere, vermutlich eine etwas bessere Wärmenutzung durch die Wärme des Feuers, wenn sich das Feuer unter dem Flügel befindet, ja, durch die Rückstrahlung sozusagen der langwelligen Ausstrahlung des Feuers. Und Vorteil versus Risiko. Ein kleines Risiko, dass das Feuer so halt nicht völlig deppensicher ist, sondern nur sicher, solange man den Depp nicht ans Feuer ranlässt. Und nein, das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass ich jetzt gerade unterstellt habe, dass gewisse Personen ein Depp sind, sondern es ist mehr so allgemein gesprochen, ja, allgemein formuliert. Einfach ein idiotensicheres System ist ein System, selbst wenn ein Idiot dran geht, kann das System nicht kaputt gehen. Und ein Feuer unterm Flügel ist halt leider nicht idiotensicher, sondern sollte da ein Idiot dran gehen, was nicht bedeutet, dass derjenige, der dann dran gegangen ist, einer ist, aber ein wirklich sprichwörtlicher, nehmen wir an, ein Idiot aus irgendwoher kommt da plötzlich angelaufen und packt Napalm ins Feuer. Ja, Napalm entzündet sich auch in der Luft, ich weiß, aber trotzdem nehmen wir mal an, wir packen ins Feuer oder von mir aus der packt weißen Phosphor ins Feuer. Das Feuer geht natürlich durch die Decke beziehungsweise durch den Flügel und dann, falls man davon ausgeht, dass dieses Szenario realistisch ist, dann wäre natürlich ein Feuer unter dem Flügel eine blöde Idee. Ist in diesem Moment davon auszugehen, dass Deppensicherheit erforderlich ist?
Das ist halt die große Frage. Interessanterweise hat ja zum Beispiel, haben die sehr unerfahrenen Teilnehmer ja auch nie eine Feuerwache gehabt, so bis zu diesem Zeitpunkt, auf dem wir momentan gerade Stand der YouTube-Veröffentlichung sind. Und vielleicht war das auch eine Sicherheitsmaßnahme, wohlmöglich, vielleicht, das wissen wir nicht, oder zumindest ich nicht, um eben sicherzugehen, dass das Feuer nicht zu groß wird, dass nur mit Feuer erfahrene Leute eben das Feuer betreiben und sich um dessen Erhalt kümmern. Oder man den anderen vielleicht auch zwischendrin mal erklärt hat, wie das genau zu machen ist. Du kannst ja den Deppenfaktor aus dem Spiel nehmen, indem du dem potenziellen Depp einfach beibringst, wie er nicht ein Depp ist in dieser Situation. Ja, nimmt das mit dem Depp nicht so genau. Das ist einfach Bandsprechweise. Das ist wirklich nicht so, dass ich irgendjemand zum Depp machen möchte. Aber man kann ja unterrichten, man kann beibringen, man kann erklären und damit ist es halt so ein persönliches Ding. Mir persönlich wäre wahrscheinlich der Risikofaktor mit Feuer unter Flügel zu hoch und ich hätte Feuer lieber nicht unterm Flügel gemacht, beziehungsweise angemerkt, dass ich mich wohler fühlen würde, wenn das Feuer neben dem Flügel statt unter dem Flügel wäre. Ich kann aber auch eben menschlich nachvollziehen, dass man die Vorteile für das kleine Risiko, es ist ja wirklich eigentlich nur ein kleines Risiko, in Kauf nimmt. Also auch hier wieder, das ist kein richtig oder falsch. Das ist ein Abwägen von Möglichkeiten. Später hat man dann übrigens auch festgestellt, dass die Tatsache, dass das Feuer unterm Flügel gewesen ist, auch dazu führt, dass es mehr raucht. Und unter anderem deswegen, zumindest habe ich das so interpretiert nach diversen Aussagen diverser Teilnehmer, vor allem Joe, dass das wohl deswegen auch in die Mitte verlegt worden ist. Also nicht, weil man jetzt auf einmal Angst bekommen hätte, den Flügel anzuzünden, sondern wegen Rauchfaktor. Ja, also das ist natürlich sicherlich ein wesentliches Thema in Folge 3, ob die Anlegung der Feuerstelle fatal gewesen ist. Ich meine, wir wissen ja, dass sie dann später sehr wohl eben Auswirkungen hatte, aber das Feuer, das dann später ja dann eben zu Flugzeug- bzw. Flügelbrand geführt hat, das war ja schon nicht mehr direkt unterm Flügel, soweit ich weiß. Da war zu diesem Zeitpunkt ja die Feuerstelle ja zumindest schon so weit erweitert, dass es auch hätte neben dem Flügel hätte sein können oder zumindest teilweise neben dem Flügel wohl auch war. Was genau, das weiß ich jetzt nicht. Das ist auch nicht Thema dieser Besprechung, ne? Aber tja, also da kann man sich ja verschiedene Meinungen zu haben und verschiedene Wertungen des Ganzen treffen. Da sehe ich jetzt wirklich nicht die eine richtige ja, Sicht von außen. Und gerade hier ist es auch wieder ganz wichtig, es ist ja nur eine Sicht von außen. Wir waren ja alle nicht dabei, sofern wir nicht dabei waren. So, warum haben die ein Grubenfeuer gemacht? Ist das jetzt vielleicht ein Fehler? Was machen die Idioten da ein Grubenfeuer? Das brennt doch viel schlechter. Kleine Pro-Kontraliste für ein Grubenfeuer, beziehungsweise gegen ein Grubenfeuer. Pluspunkt, Windschutz. Ein Grubenfeuer, da kann der Wind nicht direkt reinwehen. Das heißt, der Wind kann das Feuer nicht direkt anfachen, was ein Sicherheitsvorteil ist. Nachteil, guter Windschutz. Die Luft kann nicht direkt reinwehen. Das Feuer verbrennt weniger sauber und erzeugt dementsprechend mehr Rauch als ein ebenerdiges Feuer, wo halt einfach mehr Luftzufuhr direkt ins Feuer reinwehen kann. Das sind also Pro und Contra. Windschutz ist gut für Sicherheit, ist schlecht für Rauchentwicklung. Verletzungsgefahr ist beim Grubenfeuer tendenziell meiner Meinung nach auch etwas geringer, weil du weniger leicht, du kannst natürlich in die Grube mit dem Feuer fallen und dann wirst du zu Popcorn, aber solange das jetzt nicht passiert, würde ich behaupten, ist das Verletzungsrisiko beim Ausstrecken aus Versehen ins Feuer, den Fuß zu hängen oder sowas in die Richtung, wohl möglich in einem Grubenfeuer geringer. Aber das ist nur so meine subjektive Wahrnehmung, beziehungsweise mein Erfahrungswert mit Grubenfeuer und Nicht-Grubenfeuer. Und ich habe ehrlich gesagt wenig Erfahrungswert mit Grubenfeuer. Ich mache die sehr, 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 sehr selten. Die meisten Fälle sind ein normales, ebenerdiges Feuer ohne eine große Kuhle. Eine kleine Kuhle ja, aus Brandschutzgründen, aber jetzt keine echte Grube. Das mache ich normalerweise selten. Daher kann ich da wenig zu sagen, weil ich würde sagen, es ist ein bisschen sicherer, was ins Feuer reintreten, ins Feuer reinrutschen oder ähnliches angeht, als ein ebenerdiges Feuer. Und durch die Grube erhöht sich natürlich der Abstand zum Flügel.
Flügel, was dann wiederum den Risikofaktor, dass sich das Feuer unter dem Flügel befindet, wieder ein wenig reduziert und man in Ruhe eben ein Feuer unter dem Flügel machen kann, weil da wirklich 1,50 Meter oder wie viel auch immer das gewesen sein mag, an Platz zwischen Feuer und Flügel ist. Und der verwendete Flügelkunststoff, das ist inzwischen ja auch rausgefunden worden, ist eben doch flammenhemmend. Das war also schon ein Material, das nur sehr schwer entflammbar ist. Brandverhalten von Holz im Master Holzwissenschaften habe ich das Glück gehabt zu besuchen. Und da sind wir lang und breit, ich weiß nicht mehr alles, zu schwer entflammbar, leicht entflammbar, kaum entflammbar etc. pp. Gebrieft worden. Und mehr oder weniger gibt es sehr wenig Substanzen, die gar nicht entflammbar sind. Und brandhemmend und schwer entflammbar normalerweise tatsächlich für fast jede Anforderung an alle möglichen Materialien völlig ausreichend ist, außer jetzt vielleicht fürs Innere von einem Ofen und halt eben direkten Flammenkontakt. Bei nicht direkten Flammenkontakt, bei nur Funken oder Ähnlichem, wäre zumindest im Bereich Holzbeschichtungen und oder Holz ein schwer entflammbar oder gar flammhemmendes Material, beides sind Fachbegriffe, die da in diesem Zusammenhang verwendet werden, schon unmöglich anzuzünden. Das ist also schon richtig, wenn Joe sagt, solange man jetzt nicht einen Depp ans Feuer lässt, das hat er so nicht gesagt, das sage jetzt ich, oder einen situativen Depp, nennen wir es mal so. Jeder von uns kann mal ein Depp sein, bin ich ganz oft, mindestens 38.000 Mal am Tag. Und in den kurzen Momenten dazwischen, wo ich was zum Wald erzähle, da bin ich dann mal nicht. Aber einen situativen Depp, sagen wir es jetzt einfach so, an die Situation heranzulassen, ja, das ist halt einfach dieser letzte Sicherheitsfaktor, dass ich gefühlt gerne damit rechne, bei Dingen, die ich betreibe in der Nähe von anderen Menschen, dass ein situativer Depp, inklusive mir selbst, vorbeikommen könnte und es daher so deppensicher wie möglich sein muss. Das lernt man als Depp, dass man so deppensicher wie möglich arbeiten sollte. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt rein spekulativ, herzliche Grüße Joe, dass der Joe selten oder zumindest selten offensichtlich ein situativer Depp ist. Und daher vielleicht weniger mit Deppertheit bei anderen rechnet, als Leute, die häufiger ein Depp sind. Vielleicht. Ja, das ist jetzt nur so eine spekulative Vermutung, die ich mal so in den Raum schmeiße. So, also nochmal Vorteile von Grubenfeuer: Windschutz im Sinne von, es flammt nicht spontan auf, wenn es windet. Geringere Verletzungsgefahr, zumindest ein bisschen größerer Abstand zum Flügel. Nachteile: weniger Sauerstoff kommt ans Feuer, beziehungsweise größere Rauchentwicklung. Das Holz verbrennt auch ein bisschen langsamer. Das muss nicht unbedingt negativ sein, das dürfen wir nicht sagen. Aber halt eben die Rauchentwicklung ist eine andere und deutlich stärker. Ja, das ist das auf jeden Fall so. Und wir haben etwas weniger seitliche Wärmeabstrahlung, weil das Feuer Wände hat und ein Teil der Energie natürlich einfach nur die Wände, sprich den umliegenden Boden, erwärmt. Das kann natürlich bei einem ewig langbrennenden und heißbrennenden Feuer irgendwann zu warmen Boden führen, der dann auch wirklich einen Meter Ausdehnung oder 2 Meter Ausdehnung seitlich vom Feuer weg hat und dann eine tatsächlich Fußbodenheizung entsteht. Oder eben die Energie ist quasi an dieser Stelle nutzlos für das Wohlbefinden der Gruppe und ein oberirdisches Feuer, das nicht in der Grube sitzt, hätte halt mehr seitliche Wärmeabstrahlung, die dann für etwas mehr Konvektionswärme für die daneben hockenden Leute führen würde. Das ist ein bisschen auch wieder schwer zu bewerten. Also sprich, ein Grubenfeuer hat Vor- und Nachteile. Was einem letzten Endes lieber ist, ist auch wieder so eine persönliche Abwägungssache und hängt einfach davon ab, was man jeweils für ein Typ ist und was für Feuer einem einfach lieber sind. Jeder hat sein Lieblingsfeuer, also insbesondere wenn man viele verschiedene Feuertypen mal gemacht hat und hat auch Feuer, die man nicht so mag. Das ist letzten Endes meiner Meinung nach auch ein eher neutraler Punkt sozusagen, wenn man das nun macht. Ja, fehlende Arbeitsleistung und Arbeitsmoral, da haben wir schon drüber geredet. In der Gruppenzusammensetzung hätte Joe da was machen können, hätte er sie anscheißen sollen, hätte er sie ihnen sagen müssen, sie müssen jetzt viel härter arbeiten, als sie es ohnehin schon tun. Insbesondere in einer Situation, wo die Teilnehmer zum Teil wirklich das Äußerste von dem tun, was ihnen halt körperlich möglich ist. Oder es einfach Charaktere sind, bei denen man verzeiht, dass sie einfach nur mal eine schlechte Arbeitskraft sind. Zum Beispiel Hugo. Ja? Der Typ, also ich glaube, der ist irgendwie so niedlich und so Teddybärchen.
dass man ihm irgendwie verzeiht, dass er mit der Schere Gras schneiden möchte. Ist das deppert? Ja, total. Aber ist es irgendwie lustig und niedlich, wenn der Hugo das macht? Ja, irgendwie schon. Ja? Also, ich kann den Uwe verstehen, dass er den Hugo adoptiert hat. Ich kann es wirklich so ein bisschen verstehen. Ja, irgendwer hat bei irgendwem unter die Kommentare geschrieben, ach, dieser Hugo, ach, komm an meine väterliche Brust. Solche Gefühle kann ich ein bisschen nachvollziehen. Irgendwie. Natürlich wäre es ein missratener. Sagen wir mal so, in die Bildung von dem Jungen hätte man noch ein bisschen investieren können als Elternteil. Aber dass er niedlich und irgendwie schutzbedürftig und Beschützerinstinkt erweckend ist, das kann ich nachvollziehen. So. Nicht jeder Mensch muss zwingend Bildung besitzen, falls das jetzt mal wieder zu elitär von mir blöden Akademikernase geklungen haben muss, sollte, aber ein gewisses Mindestmaß halte ich schon für hilfreich. Da, wenn das Mindestmaß fehlt, dann darf man den Erziehungsberechtigten wohl möglich zumindest mal nachfragen, woran es gescheitert ist. Ja, das wissen wir ja nicht. Vielleicht gibt es da gute Gründe für, aber ist schon nicht optimal. Ist schon nicht optimal gelaufen dann. Ja. Nicht jeder muss Akademiker werden, studieren und sonst was wie schlau sein. Das ist überhaupt nicht erforderlich. Das wäre im Gegenteil außerordentlich kontraproduktiv für die Gesellschaft. Aber ein Mindestmaß an Bildung halte ich schon für hilfreich. Dazu stehe ich auch. So, Soziales. Ist es die Aufgabe eines Anführers, hier für mehr Einsatz zu sorgen und zu schimpfen, haben wir auch schon besprochen. Balance. Zu viel verlangen von der Gruppe, dann kommt irgendjemand auf die Idee, wer hat dich eigentlich hier zum Anführer gemacht, du Arsch? Und Digger, du Arsch Digger, und ich gehe jetzt und mach mein eigenes Ding. Das wäre natürlich dramaturgisch gesehen durchaus interessant gewesen und hätte ich mir persönlich auch irgendwo gewünscht, dass irgendeiner beschließt zu gehen, jetzt sein eigenes Ding zu machen. Einfach aus dramaturgischen Gründen ist auch in Ordnung, dass das nicht passiert ist bisher. Vielleicht kommt das noch. Wie gesagt, ich habe auch noch nicht alles gesehen, ne? Aber beziehungsweise, wenn ich es schon gesehen hätte, würde ich es euch natürlich nicht verraten, sofern es denn jetzt in die YouTube-Veröffentlichung fallen würde. Aber ja, das ist wirklich ein Thema, ne? Also der Anführer darf, wir haben es hier nochmal, das ist mir wirklich persönlich wichtig, wir haben es hier nicht mit einem gewählten oder allgemein akzeptierten per Befehl oder sonstiger absoluten Autorität ausgewählten Anführer zu tun. Joe kann Vorschläge machen, die Gruppe kann das abstimmen. Die brauchen aber nicht abzustimmen und im letzten Endes kann jeder da machen, was er lustig ist. Also mehr als Vorschläge zu machen und gute Tipps zu geben und motivieren durch eigenes Handeln und durch gutes Vorbild sein und so weiter und so fort, mehr Möglichkeiten hat er nicht. Wie stellt ihr euch das vor, dass der jetzt alle zusammenscheißt, dass die gefälligst mehr arbeiten müssen? Dann denken die sich, boah, der Arsch. Der kann uns mal und wie gesagt, quatschen die ganze Zeit mit der Kamera. Reini Rossmann macht entsprechende Vorschläge. Der hat scheinbar furchtbare Probleme damit, dass das hier nicht mit einer Survival-Seminargruppe zu tun hat, die viel Geld dafür bezahlt hat, dass irgendeiner der Chef ist und ihnen dann sagt, was sie tun sollen und sie entsprechend motiviert und so weiter und so fort, sondern dass wir es hier mit 7 Gleichberechtigten zu tun haben, bei denen keiner einen Grund hat, auf einen anderen zu hören, außer dass er das vielleicht möchte oder eben das beschließt zu tun, weil der andere möglicherweise mehr Erfahrung hat als die anderen. Also ich finde diese Perspektive, dass man hier die Gruppe zu irgendwas zwingen können müsste als Anführer und da harte Hand haben müsste, als Anführer finde ich grundlegend falsch. Ich finde das völlig daneben. Das würde nicht funktionieren in so einem Szenario. Dann ignoriert man dich einfach oder ist aus Trotz gegen dich. Das gibt es ja zumindest bei Stefan und Joe, dass da ein gewisser Trotz vielleicht auf beiden Seiten möglicherweise, ich will mich da nicht zu sehr interpretationsmäßig einmischen, auf die jeweilige Idee des anderen dazu führt, dass ja dabei nichts Brauchbares rumkommt. Und wenn der Joe nur darauf bestehen würde, sammelt mehr Gras, peitsch, 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 halte ich nicht für zielführend. Wirklich nicht, wirklich nicht. Also ich bin da fundamental anderer Meinung als die Militärnasen oder der Reini. Was nicht heißt, dass ich die alle überhaupt nicht mag, sondern das heißt nur, dass ich anderer Meinung bin. Das darf man ja, denke ich, hoffentlich. Ne? Ja, Joe findet Essen. Nächster Punkt. Und Klopapier.
Was findet er da an Klopapier? Ja, das ist eine wollige, vielleicht wollige Königskerze. Bei uns steht eine hinterm Bahnhof. Die haben wirklich ausgesprochen wollige Blätter, wenn es dann eine wollige Königskerze ist. Tatsächlich, welche Form von Königskerze da auf Neuseeland gerade vorkommt, kein Schimmer, wahrscheinlich auch mehrere. Welche er da genau gefunden hat, traut er sich selber auch nicht so genau zu sagen. Würde ich mich auch auf keinen Fall trauen in dieser Situation. Auch jetzt mit dem Bildmaterial würde ich mich da nicht festlegen wollen, dass es eine Königskerze ist. Das ist relativ eindeutig. Und wollig könnte ich mir vorstellen, aber fast alle Königskerzen haben zumindest so ein bisschen wollige Blätter. Also es muss jetzt nicht zwingend die wollige Königskerze sein. Völlig richtig ist, dass Saponine in der Wurzel stecken. Also hey, ich muss jetzt nicht irgendwie Joke versuchen zu korrigieren, was Survival-Pflanzen angeht. Da ist er derjenige, von dem ich noch was lernen kann. Der eine, von dem ich noch was lernen kann. Zumindest von denjenigen, die im Internet ihr Unwesen treiben. Ja, gibt es genau eine Person, die sich besser auskennt als ich, und genau die habt ihr dazu Seven vs. Wild eingeladen, was ich sehr dankenswert finde. Ja, finde ich nach wie vor sehr, sehr schön. Und deswegen ist es ein bisschen bescheuert, wenn ich jetzt versuche hier zu bewerten, ob Joe dann diese Pflanzen richtig bestimmt. Allenfalls, wenn es Bäume wären, würde ich mich vielleicht einmischen wollen. Bei krautigen Pflanzen, das weiß der besser als ich. Ja, und nochmal, da gibt es genau einen im YouTube-Kosmos, dem ich das zutraue. Das ist so. Das ist jetzt, könnt ihr jetzt furchtbar schlimm finden, aber Joe hat diese Expertise. Das ist halt nun mal so. Ja? Und wenn ihr ihn noch so unsympathisch findet, das ändert daran nichts. Distel findet da auch. Distelwurzel ist so ein Klassiker. Die sind, glaube ich, auch Bestandteil der Dirty das schmutzige Dutzend. Was ja auch in Joes pflanzliche Notnahrungbuch nachzulesen ist. Und die ich auf diesem Wege übrigens auch schon ein paar Mal angeknabbert habe. Ja, also das habe ich auch gelesen und das ist auch für mich eine wirklich interessante, äußerst interessante, äußerst hilfreiche Literatur gewesen, was eben pflanzliche Notnahrung angeht. Gerade weil er da ja wirklich, das ist schon wirklich vielleicht eine der tollsten Sachen, die der Joe bisher irgendwo aufgeschrieben hat, meiner persönlichen Meinung nach, ist eben dieses 12 Pflanzengattungen bis Familien, die weltweit zu finden und weltweit immer essbar sind. Das habe ich woanders noch nirgends irgendwie in dieser Art und Weise beschrieben gesehen. Wenn du diese 12 Pflanzengruppen, nenne ich sie jetzt einfach mal, korrekt bestimmen kannst und wirklich idiotensicher erkennst, dann hast du überall auf der Welt, außer vielleicht in der Antarktis, ein bisschen was Pflanzliches zu kauen. Das mag jetzt nicht zwischen Leben und Sterben 100% den Unterschied machen, aber in vielen Situationen könnte es das. Und es gibt einige Bereiche des Planeten, da habe ich auch schon ein paar persönlich bereisen dürfen, in denen man zumindest 1, 2, 3 Vertreter dieses schmutzigen Dutzends an universell essbaren Pflanzen finden kann und das auch in so großer Menge, dass zumindest für ein Einzel-Survival-Szenario, also eine Person, genügend da wäre, um mit entsprechender Speichermasse ausgestattet, vorausgesetzt zum Beispiel einen Winter zu überstehen, um dann im Frühjahr deutlich mehr Möglichkeiten zu haben. Es gibt auch Regionen, in denen ist das Frühjahr ein größeres Problem als der Winter, in dem man wenigstens noch Reste aus dem Herbst finden kann. Im Frühjahr findest du keine Reste aus dem Winter, weil da ja keine Reste entstehen und die neuen Pflanzen sind noch nicht wirklich da. Das kann also durchaus auch nochmal dazu führen, dass da das große Hungerloch liegt. Übrigens beim Reh der Fall. Ja, beim Reh ist nicht der Winter das große Problem, wo das Reh nichts zu fressen findet. Da hat es noch Reserven, da kommt es problemlos durch den Winter. Das Problem ist wirklich so der frühe Frühling, wo noch zu wenig neues Grün nachgewachsen ist, der Winter eigentlich schon vorbei ist, aber einfach die Periode, in der das Reh langsam seinen Winterspeck aufgebraucht ist, dann zu lang ist. Also ein sehr langer Winter, wenn der Winter also noch ins Frühjahr hineinreicht, kalendarisches Frühjahr, dann kriegt beispielsweise ein Reh ein Problem, weil auch der Stoffwechsel langsam wieder hochfährt, das Reh nicht mehr im Energiesparmodus auf der Wiese steht, sondern jetzt auch wieder ordentlich hier, ne, die Pumpe geht wieder und so weiter und so fort. Das ist bei sehr vielen Wildtieren der Fall, dass eher das Frühjahr oder ein sehr langer Winter ins Frühjahr rein eben dann zu Hungertoten beziehungsweise ja im Wesentlichen Hungertoten Tieren führen kann. Ja, Carex. Er findet da auch Carex, das wusste ich jetzt noch nicht. Carex ist eine Segge, heißt die auf Deutsch Segge. Ganz, ganz große Gruppe verschiedener Gräser weltweit gibt es eigentlich immer. Und was ich wirklich noch nicht wusste, ist, dass Carex eine Speicherwurzel hat. Entweder ein Stolon oder ein Rhizom. Ein Stolon ist so eine, im Prinzip eine Möhre.
möhrenartig, nennen wir es jetzt einfach mal so. Ein Rhizom wäre eine waage, mehr oder weniger waagerecht verlaufende Speicherwurzel, die dann eben im Boden entlang wandert und immer wieder neue Triebe aus demselben Rhizom austreiben. Das heißt, nicht jeder Grashalm ist ein individuelles Gras, sondern die gehören alle zusammen zu einer Pflanze, die mit einem langen Rhizom miteinander verbunden ist. Also ein Individuum kann durchaus aus zig Halmen bestehen und unterirdisch sogar mehrere Quadratmeter einnehmen und ein gigantisches Rhizomgeflecht bilden. Das kann sein. Ja, und dass die Rhizome bzw. Stolone von Carex essbar sind, das war mir tatsächlich, wie gesagt, neu. Ich werde das bei Gelegenheit mal nochmal mit großem Interesse nicht recherchieren, weil ich daran zweifle, dass das stimmt, sondern einfach recherchieren, weil ich es unglaublich interessant finde. Ne? Nochmal ein bisschen weiter in diese Richtung und mal gucken, ob ich da noch ein paar interessante Details aus meiner Literatur, die ja nicht zwingend die gleiche sein muss, wie der Joe verwendet hat, ob ich da was Spannendes finde. Ja, und wie man Farn essbar macht, das hat er ja ein eigenes Video zugemacht. Ich nehme es hier lobend und würdigend und fasziniert zur Kenntnis und verweise auf Joes entsprechendes Video zur Essbarmachung von Farn. Was mich natürlich noch spannend, sehr, sehr brennend interessieren würde, ich habe auch noch mal ein bisschen gesucht, aber leider nichts dazu gefunden. Das dürfte auch sehr schwierig sein, wenn man es nicht selber im Labor messen möchte. Wie viel Kalorien hat denn so ein Farn? Beziehungsweise wie viel Energie? Kohlenhydrate Gramm steckt, Protein Gramm wohl möglich, steckt denn in so 100 Gramm Farn so drin? Das würde mich wirklich mal sehr interessieren, ob sich das kaloriemäßig halbwegs lohnt. Ich meine, in der Not, ja, wenn du nichts Besseres zu tun hast, aus den ganzen Tag Farn auszulaugen, kann man das sicher machen. Ja? Und vielleicht schmeckt das tatsächlich auch gar nicht so schlecht, wenn man keine hohen kulinarischen Ansprüche stellt, vielleicht eventuell. Ja? Aber da muss ich selber nochmal. Ich finde das unglaublich faszinierend, was der Joe da alles aus dieser Wiese rausgezogen hat. Die Distel, die hätte ich auch gesammelt. Hagebutte, ja, klar, selbstverständlich. Ne? Das ist ja klar. Aber die Distel hätte ich gefunden. Hätte ich auch erkannt als essbar. Carex hätte ich nicht gewusst. Und das mit dem Farn essbar machen hätte ich auch nicht gewusst. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Ja. Und das in dieser völlig kargen Landschaft, wo es quasi nichts gibt. Was da im Hintergrund übrigens auch noch rumgestanden ist, ist ein Holunder, unser Holunder, schwarzer Holunder, Sambucus nigra. Das ist tatsächlich derselbe, wie auch auf Neuseeland vorkommt. Wird wahrscheinlich mal eingeschleppt worden sein. Angeblich kommt er da auch natürlich vor, habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob das eine vertrauenswürdige Quelle war. Gefühlt würde ich das Gefühl haben, dass der mal eingeschleppt worden ist, dass man den mal angebaut hat, weil er eine nette Gartenpflanze, Parkpflanze darstellen kann, aber soll wohl auch natürlich vorkommen, hat ein riesiges Verbreitungsgebiet, also ich möchte es nicht ausschließen. Der könnte natürlich die richtige Jahreszeit vorausgesetzt auch ein paar Holunderbärchen liefern, die sollte man allerdings auch mit Vorsicht genießen. Aber nur der Vollständigkeit halber. Ansonsten ist er spannend, weil er mehr oder weniger hohle Stängel hat, beziehungsweise die Stängel haben ein außerordentlich dickes, weiches Styropor, mehr oder weniger Mark. Und man kann mit einem Stöcklein, also wenn man sich ein Stück Holunderast rausschneidet, Stamm meinetwegen, ja, kann man mit einem langen Stock, einem langen dünnen Stock oder irgendeinem vergleichbaren Werkzeug das Ding durchstoßen, das Mark da quasi rausstochern, bis man eben einen komplett hohlen Ast hat. Und das beispielsweise als Trinkhalm verwenden, als Atemhilfe verwenden, wenn man sich als Ente tarnt und in der Entengrütze versteckt oder sich vor Zombies in einem Matschloch verstecken möchte und durch dieses Ding durchatmen. Also da gibt es diverse lustige Survival-Anwendungen. Wofür das jetzt in Neuseeland nützlich sein sollte, weiß ich nicht. Und Holunderholz wird von manchen Leuten wohl auch scheinbar für irgendwelche Feuerbohrer, sei es Handdrill oder Bowdrill, Projekte hin und wieder wohl mal verwendet. Aber da bin ich zu wenig Experte, um da sagen zu können, ob das jetzt gut ist oder nicht und kann keine persönliche Erfahrung beisteuern. Ich fand es nur interessant, dass da Holunder zu finden ist. Als Brennholz, naja, also er brennt ja, aber speziell danach suchen muss man jetzt nun auch wieder nicht. Ist ein Stickstoffzeiger. Ich glaube, Ellenberg-Zeigerwert
Zeigerwerte nach Obern, waren die nach Oberndorf oder nach Ellenberg? Nee, das waren schon ökologische Zeigerwerte nach Ellenberg. Das ist eine Tabelle bzw. eine Skala, die angibt, unter welchen Bedingungen welche Pflanze wächst, bzw. das Vorhandensein der Pflanze zeigt dann an, dass die entsprechende Standortbedingung herrscht. Beispiel: Brennnessel hat einen Stickstoffwert von 8. Der Wert geht jeweils von 9 bis 1. 1 bedeutet ganz, 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 ganz wenig. 9 bedeutet ganz, 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 ganz viel. Und beim Stickstoff bedeutet das, wenn du eine 9 hast, dann braucht diese Pflanze außerordentlich viel Stickstoff. So richtig, richtig krass viel. Wenn du eine 1 hast, braucht die Pflanze so gut wie gar keinen Stickstoff. Und wenn viel Stickstoff da ist, wird die Pflanze nicht vorkommen. Ja, das bedeutet, die Pflanze steht da jetzt. Zum Beispiel eben eine Brennnessel oder ein Holunder, der hat nämlich einen Stickstoffwert von 9. Dass da also ein Holunder steht, bedeutet, an dieser Stelle gibt es Stickstoff im Boden. Warum gibt es da jetzt Stickstoff im Boden? Und das ist dann die Frage, die einen Ökologen umtreibt, wenn er beispielsweise einen Sambucus nigra findet. Findet man also jetzt einen Sambucus nigra zum Beispiel direkt neben einem Fluss, aus dem ein Hugo und ein Uwe trinken und der Joe gesagt hat, daraus sollte man besser nicht trinken? Und man findet nachher, wenn Uwe und Hugo da erkunden gehen, sehr wohl einen solchen neben genau diesem Fluss, aus dem Joe gesagt hat, da soll man besser nicht raus trinken, dann weist das zum Beispiel darauf hin, dass zumindest direkt neben dem Fluss offensichtlich Nährstoffbedingungen herrschen, die das Wachstum von Sambucus nigra ermöglichen. Und das heißt, da hat er hingeschissen. Und zwar nicht nur ein Hugo, sondern viele Hugos. Ja, oder viele Schafe, viele, was auch immer da geweidet hat, Rotwild etc. pp. Wir haben hier jedenfalls einen deutlichen Nährstoffeintrag in Boden wie auch Wasser. Wenn der Boden einen starken Nährstoffeintrag hat, hat das Wasser auch immer einen starken Nährstoffeintrag. Also hat Joe vollkommen richtig erkannt, weil Sambucus nigra da hinten am Bächlein rumsteht und das Bächlein klein genug ist, an Sambucus nigra weiter oben am Hang, wo der Joe seine anderen Pflanzen gefunden hat, sorgt nicht dafür, dass der große Bach bzw. fast schon Fluss, der da mitten durchs Tal fließt, deswegen kontaminiert ist. Dafür ist das zu wenig. Das reicht nicht aus. Dafür hat der Bach einfach zu viel Schüttung, als dass man sich deswegen da Sorgen machen müsste. Und es ist ja auch nur ein Holunderchen, was da hinten am Hang steht, in dem Fall, wo Joe da sammeln geht. Aber wie gesagt, viel Holunder, das wäre dann ein Thema. Und das ist halt eben die nächste Nützlichkeit. Eine Pflanze hat immer ökologische Zeigerwerte. Und ökologische Zeigerwerte geben dir, wie gesagt, darüber Aufschluss, wenn du die von dir jeder Pflanze auswendig kennst, wo du die Pflanze findest. Und wenn die Pflanze da ist, weißt du, in welcher Umgebung du dich befindest, weil die Pflanze da ist. Wie gesagt, Beispiel Holunder im Scheißhaufen. Um es mal deutlich zu formulieren. Ja, Sambucus nigra hat wirklich derart hohe Stickstoffzeigerwerte. Vielleicht ist das auf Neuseeland ein bisschen anders. Das kann sein, aber nicht fundamental anders. Die Pflanze braucht definitiv viel Stickstoff. Das wird auf Neuseeland auch nicht grundsätzlich anders sein. Und da kann man also wirklich einiges daraus ableiten, wie eben zum Beispiel, dass Hugo und Uwe Glück gehabt haben, als sie aus dem Bach gesoffen haben, dass sie da nicht allzu viel draus gesoffen haben. Oder sie haben einen robusten Magen, das kann auch sein, dass da nichts Dramatischeres bei passiert ist. So viel erstmal zu den Pflanzen. Dann wurde noch angemerkt, auch wieder in Kommentaren, teilweise greife ich das halt mit auf, was mich da ein bisschen nervt. Sexismus. Ist Joe sexistisch, weil er zum Beispiel sagt, Sandra kommt den Berg nicht hoch und die Mädels kommen nicht über den Fluss? Nee. Beziehungsweise, wenn das heutzutage Sexismus ist, dann bin ich bitte gerne auch einer. Weil das ist einfach Quatsch. Die sind kurz. Ja? Also Sandra ist halt nun mal nicht die Zauberfee aus der Pudding-Werbung oder keine Ahnung. Gab es mal eine Pudding-Werbung mit Zauberfee? Ist auch egal. Sie ist nun mal einfach nicht derart grazil in der Fortbewegung und sicher in der Fortbewegung. Das ist eine Tatsache. Sandra kann deswegen trotzdem ein wunderbarer Mensch sein, aber wir wollen ihr auch nicht Fähigkeiten unterstellen, die sie nun mal nicht hat. Das hilft niemandem weiter und ihr selbst auch nicht. Und sie würde nicht über den Fluss kommen, ohne da reinzufallen. Voraussichtlich nicht, weil sie zu wenig Erfahrung in der Fortbewegung im schwierigen Gelände hat. Hätte sie da Erfahrung, dann wäre es ihr durchaus zuzutrauen, unabhängig davon, wie viel Energiespeichermasse sie zusätzlich besitzt oder nicht.
Aber sie hat keine Erfahrung, das ist das Entscheidende. Julia auch nicht. Und in den Fluss fallen wäre blöd. Und daher wäre es ein völlig unverhältnismäßiges Risiko für jemanden, der nicht ständig über Flüsse hüpft. Ich mache das zum Beispiel auch relativ oft und würde mir auch problemlos zutrauen, auch in Anbetracht dessen, dass ich eine größere Schrittreichweite habe. Ich kann einen großen Schritt machen und dann bin ich mit 2, 3 großen Schritten über den Bach. Oder 4 von mir aus. Aber Julia bräuchte halt mindestens 6, 7 oder sowas in die Richtung. Das hat einfach was mit Körpergröße zu tun. Schlicht und ergreifend. Ja, normalerweise in der Zivilisation ist Körpergröße ein Maß, das ganz angenehm ist zu haben. Ich weiß nicht, ich habe es schon immer gehabt, daher weiß ich nicht, wie es ist, das nicht zu haben, beziehungsweise erinnere mich nicht mehr, ist schon lange her, dass ich noch klein war. Aber bringt dich jetzt zum Beispiel im Beruf, ist das für mich völlig unwichtig, ja? Hilft mir im Beruf nicht weiter. Bei den meisten Menschen sicherlich so. Die meisten von uns haben einen Beruf, den kann man mit 1,60 bis 1,90 problemlos ausüben. Irgendwo dazwischen, wahrscheinlich auch noch mit extremeren Werten in die eine oder andere Richtung. In der Wildnis hingegen kann Körpergröße entscheidende Vorteile haben, wenn es darum geht, über den Bach zu hüpfen. Ja, die langen Lulatsche machen 2 Schritte und dann sind sie drüben. Ich war mal mit einer 1,50 Meter Frau unterwegs in der Pampa und... ja, das war ein Riesenproblem, die teilweise über solche Wasserläufe drüber zu bekommen. Die war total tough, super beweglich, extrem belastbar und in ihrer Freizeit hat sie wahrscheinlich zu tief gegraben und irgendwo einen Ballrock ausgebuddelt. Aber, und hat viele intelligente Dinge gesagt, die mich in meinem weiteren Leben prägen sollten. Ich hoffe, es geht dir gut. Naja, wie auch immer, jedenfalls... das war ein Problem. Und das ist de facto eben nun mal so, dass die Leute halt so aufgebaut sind, wie sie nun mal aufgebaut sind. Und in einem Survival-Szenario darf man halt eben nicht aus falscher Scham davon ausgehen, dass jeder die gleichen Fähigkeiten haben muss, was nicht der Fall ist, und jeder daher die gleichen Aufgaben im gleichen Maß übernehmen muss, egal ob Männlein, Weiblein, groß, klein, dick, dünn, etc. pp., ergibt keinen Sinn. Man sollte halt wirklich die Aufgaben von den Personen durchführen lassen, die sie am besten können. Und da kann es halt passieren, auch wenn das ungerecht ist, dass Joe alles machen muss und die Mädels im Grunde nichts. Im schlimmsten Fall. Das ist ja nicht so. Aber wenn es so sein sollte, dann geht es natürlich nicht, weil Joe nicht alles machen kann. Aber wenn du in einem Survival-Szenario bist und einen Survival-Experten dabei hast, dann wird er wahrscheinlich die meisten anfallenden Aufgaben schon ein paar tausend Mal gemacht haben und alle anderen halt noch nicht. Ja, und aber es geht halt, wie gesagt, nicht, dass er dann alles macht. Und das ist die bittere Realität. Und das ist wegen meiner Meinung nach kein Sexismus, sondern einfach eine realistische Einschätzung der Lage. Und wenn Sandra selbst protestiert und sagt, klar wäre ich den Berg hochgekommen, du böser Sexist, Joe, das sagt sie aber nicht. Also ich weiß nicht, ob sie sich zu dem Thema überhaupt geäußert hat, aber jedenfalls hätte ich es wahrscheinlich mitbekommen, wenn sie sich furchtbar aufgeregt hätte, dass der Joe ihr unterstellt, den Berg nicht hochzukommen, wenn es nicht so wäre, dass sie den Berg halt tatsächlich nicht hochkommt. Gut, also soviel zu dem Thema. Feuer machen. Hätte man auf alle warten sollen, hätte man warten sollen, bis alle da sind, bevor man die Fackel anschmeißt? Ich finde, ja. Also von mich so gefühlsmäßig, Emotionen, hätte sich das besser angefühlt. Oder zumindest auf fast alle warten müssen. Bei der einen Person wissen wir ja nicht, also beim Stefan auf konkret, wissen wir ja nicht, wie lange der weg ist, weil er nicht gesagt hat, wann er wiederkommt. Und auch nicht gesagt hat, dass er weggeht, scheinbar. Und schon wieder. Und das heißt, hätte man auf Julia zumindest noch warten sollen. Oder wer war denn noch unterwegs? Hugo und Uwe. Huwe. Ja, vielleicht. Ja, also das wäre vielleicht wirklich nicht übel gewesen. Wobei man, glaube ich, auch nicht genau wusste, wann Huwe wiederkommt. Daher ist es jetzt ein furchtbar fataler Fehler, das Feuer ohne die Anwesenheit der anderen angemacht zu haben. Nö. Wäre schön gewesen, ja. Und auch hier wieder... weder richtig noch falsch, irgendwo da dazwischen. Es gibt Grauzonen. Im Regelfall bewegen wir uns fast immer im Leben in Grauzonen zwischen richtig und falsch und haben selten die perfekte Lösung und auch dankenswerterweise nur selten eine Vollkatastrophe verursacht. Und das sehe ich hier also genauso. Ja, wenn Sandra halt kalt war und Sandra war halt gerade da und Sandra brauchte jetzt tatsächlich gerade Feuer, wir kennen nicht den kompletten Dialog, der sich da zugetragen hat, dann ist das doch in Ordnung, wenn Sandra jetzt Feuer braucht. Also sehe ich jetzt nicht.
Und dass Joe da kalkuliert hat, wenn ich jetzt Feuer mache, während Stefan nicht da ist, kann ich Stefan noch mehr ans Reinwürgen und stehe selber als Held da, weil ich der große Survival-Experte mit einer verdammten Magnesiumfackel Feuer machen kann. Das kann selbst meine Oma und die ist tot. altersbedingt, ja, das ist normal, ab einem gewissen Alter bekanntermaßen. Daher, wie er sich da als großer Survival-Experte profilieren soll, indem er mit einer blöden Magnesiumfackel Feuer macht, das weiß ich nun wirklich nicht. Also beim besten Willen. Das hätte jeder andere auch hinbekommen, das Ding da einfach ins Feuer halten. Er hat sie ja auch den anderen jeweils angeboten. Die wollten halt nur nicht. Ja, was soll er machen? Das ist dann so, geh du zuerst. Nein, du, nein, du, nein, du, nein, du. Oh, das Maul. Puh. Hilft auch niemandem weiter. Gut, dann gibt es später mal viel Rauch, weil man grünes Holz draufgeschmissen hat. Das wurde auch viel diskutiert im Internet. Jetzt ist halt die Frage, hätte, wäre es da schön gewesen, hätte, hätte Fahrradkette, die Show quasi, wenn man den unerfahrenen Teilnehmern rechtzeitig beigebracht hätte, das hätte Stefan im Übrigen auch machen können, dann hat, anstatt den Spruch zu machen, das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, zack und weg. Wenn Julia leicht abbrechendes Holz sammelt und, oh, das ist ja gut, dass das so leicht abgeht. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, sagt dann Stefan. Und Julia, heißt das, das ist morsch? Das könnte sein. Und zack, weg ist Stefan. Und was haben die jetzt gelernt? Dass angeblich jedes Holz, was sie da abbrechen, was nicht der Fall ist, morsch ist. Auch das grüne Holz, das kann gar nicht morsch sein. Lebendiges Holz ist niemals morsch. Also, okay, vielleicht einen geringfügigen Anteil. Wenn noch ein letztes bisschen Leben drin steckt und der Kern schon verfault ist, dann geht das. Aber im Regelfall bei dünnen Stämmen, bei sowas hier, hast du keine Chance, dass der schon innen völlig ausgemorscht ist, beziehungsweise ausgefault, während oben noch grüne Blätter dranhängen. Das ist super unwahrscheinlich. Nicht unmöglich, aber super, super unwahrscheinlich. Das Holz bricht so leicht, weil das Holz halt so leicht bricht, weil es halt ein brüchiges Holz ist. Das heißt, also A war es falsch, dass das Holz, was Julia in diesem Moment abgebrochen ist, morsch sein könnte. Stefan hat es aber auch mehr so als Frage und vage Formulierung, das war noch Folge 1, glaube ich, formuliert. B führt es zu Verwirrung und sorgt dafür, dass dann eben die Julia in diesem Moment eben nicht genau weiß, welches Holz sie sammeln kann. Und da kommen wir zu dem, was ich bei der letzten Folge auch schon, also bei meiner letzten Besprechung auch schon gesagt habe, die Kommunikation ist teilweise wirklich etwas grottig. Ja, das ist in einer Extremsituation menschlich nachvollziehbar und ich möchte auch niemandem Strick draus drehen, aber es ist so, dass da teilweise grottig kommuniziert worden ist. Ja? Und ich denke, darauf können wir uns einigen. Der Unterschied ist allerdings der, ich stelle das fest und möchte das in einem Zusammenhang sehen, wie wir alle kommunizieren. Immer, mal wieder, zwischendurch. Oder dauerhaft. Ja, auch das gibt's. Grottig. Das ist, wir sind Menschen. In einem Survival-Szenario sind wir immer noch Menschen. Also logisch wird da auch grottig kommuniziert. Wo ist das? Wo ist die Überraschung? Ja. Wo ist das Problem, ist eine andere Frage. Ja, das liegt darin, dass es dann halt eben grünes Holz aufs Feuer geworfen wurde, weil man eben versäumt hat in dieser Situation. Vielleicht könnte das möglicherweise Aktio-Reaktio sein, dass die Mädels dann eben eine Zeit lang nicht wussten, was für ein Holz sie jetzt eigentlich sammeln sollen. Joe hat es ihnen dann ja auch versucht zu erklären, dass es gut ist, dass das so schnell abbricht und vielleicht kann man damit auch eventuell Feuer bohren und so weiter, aber das Holz ist noch grün und das können wir jetzt so erstmal nur schwer oder nicht verheizen. Da gab es ja auch so einen Dialog, ebenfalls, ich glaube, in Folge 1 oder 2. Aber ich denke, bin mir sicher, dass nach und nach, das sieht man auch in späteren Folgen, durchaus ein gewisses Gefühl für Gutes, beziehungsweise Trockenes und eben nicht Trockenes, weil grünes Feuerholz entsteht und dann solche enormen Rauchentwicklungen, wie wir sie hier einmal in Folge 3 mal kurz sehen, nicht mehr so häufig, beziehungsweise gar nicht mehr. Das weiß ich nicht. Das wird bestimmt nicht jedes Mal gefilmt worden sein, aber deutlich seltener zumindest vorkommen. Daher, ja, ist halt einfach die Frage, soll man sich am Anfang die Zeit nehmen und unerfahrenen Gruppenmitgliedern quasi einen Crashkurs in, wie macht man irgendwas draußen, angefangen bei Regel Nummer 1, laufen. Soll man das machen? Ist das zu übergriffig? Ist das hilfreich? Also ich habe die Erfahrung gemacht, manche Menschen, die wirklich so gut wie nie draußen im Wald unterwegs sind, es wirkt halt furchtbar arrogant. Wenn du jemanden im Wald dabei hast und gibst dem einen Grundkurs in, wie gehe ich von A nach B auf Waldboden, da kommt er sich ja vor wie der letzte Idiot.
Das ist er de facto in diesem Moment auch, weil er nicht weiß, wie man auf Waldboden von A nach B läuft. Also für diese Aufgabe gerade ist er so gesehen ein situativer Depp, haben wir es genannt. Ne? Tatsache, ja, das macht ihn nicht zu einem gesamtblöden Mensch, auch nicht zu einem dauerhaft Depp, aber in dieser Situation wäre es im Grunde nicht verkehrt, ihm jetzt beizubringen, wie man über Waldboden läuft. Mache ich das üblicherweise, wenn ich jemanden habe, dem ich das beibringen sollte? So gut wie nie. Es sei denn, es wird wirklich gefragt und da besteht offensichtliches selbstkritische Erkenntnis, dass dir jemand feststellt, dass er schlecht ist, über Waldboden laufen. Dann gebe ich gerne Tipps und erkläre das gerne von der Pike auf, wie man nicht auf die Fresse fällt. Aber sonst wirkt das sehr, sehr, sehr übergriffig. Und das ist eben wieder das, wie viel darf Joe den großen Zampano raushängen lassen und alles besser wissen und die Gruppe rumscheuchen und denen Befehle erteilen, bis er völlig arschig rüberkommt. Und ich finde, die Balance kriegt er insgesamt vielleicht nicht immer im Umgang mit Stefan, aber insgesamt kriegt er diese Balance ganz gut hin, finde ich. Ja? Perfekt gibt's hier nicht. Perfekt habe ich hier noch nie gesehen in so einem Szenario. Das gibt es nicht. Niemand kriegt das perfekt hin. Und schon gar nicht, wenn noch nicht mal wirklich klar ist, wer der Anführer ist, wenn man Anführer einfach aus natürlicher Autorität geworden wurde, sozusagen. Ja? Und vielleicht das noch nicht mal unbedingt möchte. Das bleibt natürlich, Joe Wild sagt ja, dass er das nicht möchte. Ich persönlich glaube ihm das. Ob man ihm das glaubt, ist aber letzten Endes persönliche Einschätzung. Ne? Das muss man ja nicht zwingend. Ja, so viel zum Thema Rauch. Warmes Wasser und Wasserbedarf. Sollte man da viel trinken? Ja. Trinkt man da viel? Nein. Ja, das ist Theorie und Praxis. Auf Touren generell, auch Nicht-Survival-Touren, normale Trekking-Touren mit geringen Mengen an Proviant, was einfach bei einer langen Tour irgendwann notwendig ist. Da kannst du einfach nicht so viel Essen mitschleppen, wie du gerne essen wollen würdest vielleicht. Da kommt es irgendwann auch zu dem Punkt, wo man trinkfaul wird. Insbesondere, wenn man normalerweise schwarzes Wasser trinkt und draußen ab einem gewissen Punkt nur noch klares Wasser zur Verfügung hat. Und Wassersaufen, insbesondere abgekochtes, warmes Wassersaufen, das ist kulinarisch gewöhnungsbedürftig. Die Teilnehmer merken ja auch an, das hat ja Geschmack. Das ist im ersten Moment vielleicht noch irgendwie positiv überraschend. Das wird meiner persönlichen Erfahrung nach aber irgendwann eher negativ, dass einem dieser Geschmack nun wirklich kein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und sehr, sehr gewöhnungsbedürftig auf die Dauer. Gerade abgekochtes Wasser, improvisiert abgekochtes Wasser, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, was den Geschmack angeht. Ja, es hat Geschmack, es ist quasi Barbecue-Wasser, aber wenn es dumm läuft, also theoretisch sollten die alle mehr trinken. Praktisch verstehe ich schon, dass sie es nicht tun. Und ich glaube nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, viel, 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 viel mehr da zu trinken. Normalerweise trinke ich dann auf Touren mal eine ordentliche Menge, zwinge mich einfach dazu, wenn ich anfange, Dehydrierungskopfschmerzen zu kriegen. Ich bin relativ gut darin, die Kopfschmerzen, die ich gerade habe, so ich dann Kopfschmerzen habe, zu unterscheiden, ob das jetzt keine Ahnung was für Gründe oder einfach Dehydrierung sind. Und wenn es Dehydrierung ist, dann trinke ich halt was, dann sind die Kopfschmerzen wieder weg. Wenn sie wiederkommen, dann trinke ich wieder eine große Menge. Dazwischen trinke ich auch nur das Notwendigste, dass ich halt nicht großen, großen Durst habe. Also wirklich sehr großer Fall von Theorie und Praxis. Theoretisch mehr Wasser trinken, praktisch, ja, willst du es ihnen reinwürgen oder so. Das ist halt auch selbst Eigenverantwortung. Eigenverantwortung. Und wer mal lange draußen war, weiß, man trinkt halt einfach nicht genug. Kaum einer schafft es, draußen so richtig, richtig viel zu trinken. Die Leute gibt es ja, aber es gibt ganz viele, die da völlig versagen. Ich habe bei den paar gefühlten Gruppentracking-Touren, die ich gemacht habe, auch häufig Teilnehmer dabei gehabt, die man da richtig, richtig nerven musste, damit sie auch nur ansatzweise genug trinken. Und noch mehr nerven wolltest du sie dann wirklich nicht, weil dann wärst du halt wieder in dieses, okay, du bist vielleicht der gewählte Anführer und ich habe vertraglich unterschrieben, auf dich zu hören, aber du bist ein Arsch. Und da will man halt nicht hin, logischerweise. Ja, Hugo hat einen mentalen Zusammenbruch. Jetzt könnte ich mich darüber aufregen, dass junge Leute nur noch am Handy hängen.
Das ist auch sicherlich bescheuert und ein Problem, das die Gesellschaft irgendwann wird lösen müssen, wenn diese jungen Leute, die zu viel am Handy gehangen haben, mal Führungskräfte werden, notgedrungen, weil die anderen Führungskräfte alle gestorben sind, weil alt. Ja, hoffen wir einfach, dass sie bis dahin Mittel und Wege gefunden haben, mit der Online-, Social Media, sonst was, Sucht, irgendwelche Endorphin- oder wie hat er das genannt? Endorphinsucht, Spaßsucht oder sonst wie, das ist Quatsch. Der kann sich einfach nicht mit sich selbst beschäftigen, wenn man ihn seine technischen Gadgets wegnimmt, die für ihn Beschäftigung bringen. Ich saß mal neulich im Zug, ich sitze ja viel im Zug, aber da saß ich mal sehr lange im Zug und habe sehr lange, also erstens, ich kann beliebig lang aus dem Fenster gucken, wenn da draußen Bäume sind, dann beschäftigt mich das. Ja, das ist völlig in Ordnung. Da kann ich dir von Stuttgart bis zum Nordkap fahren, solange ich genügend Bäume vorm Fenster habe, ist da alles in Ordnung. Da bin ich beschäftigt. Aber hin und wieder gucke ich dann ja auch mal nach vorne und habe dazwischen den Sitzen, also ich bin nicht bis zu Stuttgart, bis zum Nordkap gefahren, das wäre schön, am Nordkap wäre ich gern, ja, aber nein, nur bis zum Harz von mir aus. Aber da saß jedenfalls eine Person vor mir auf dem Sitz und also in der Bank vor mir und man kann zwischen den Sitzen ja manchmal so ein bisschen durchspechten und da habe ich auf das Handy dieser Person gucken können. Person war vermutlich jung, also anhand der Hand, faltenfrei, Bepanthen gepflegt, schicke Nägel. Ah. Und ich vermute, das war TikTok. Ich habe noch nie wirklich gesehen, wie TikTok eigentlich aussieht und bin auch dankbar drum. Aber ein Video läuft an, 3 Sekunden, zack, Swipe. Nächstes Video läuft an, 2 Sekunden, zack, Swipe. Nächstes Video läuft an, 4 Sekunden, wump. 1 Sekunde, wump. Noch 1 Sekunde, wump. Noch 1 Sekunde, wump. Und dieses Spielchen, das ging stundenlang. Stundenlang. Und ja, es ist immer, Opa erzählt vom Krieg. Ne? Ich bin im Übrigen gar nicht so alt. Ne? Nur vielleicht für die Leute, die mich noch nicht so lange zuschauen. So alt bin ich nicht. Ich sehe vielleicht so aus, weil ich dummerweise Gene habe, die dazu führen, dass ich relativ schnell den Gandalf mache. Aber eigentlich bin ich nicht so alt. Und ja, das bedeutet, mir sind Handys schon noch unvertraut, ja. Also was heißt, was ich kenne noch eine Welt ohne Handy, beziehungsweise wo das nur so ein Riesending war mit so einer Antenne und in einem Koffer transportiert wurde. Ich bin mit den Dingern so hingehend aufgewachsen, dass ich schon mir eins leisten konnte und selber eins bezahlen, als sie dann erfunden waren. Was ich dann nicht bezahlen konnte, waren die horrenden Preise für SMS und habe dann versucht, SMS zu schreiben, indem ich 160 Zeilen ohne Punkt und Komma und ohne Leerzeichen hintereinander geklatscht habe, um mit meinen Kumpels zu kommunizieren, um den höchstmöglichen Value aus einer 39 Cent teuren SMS herauszuholen. Ja, die hat damals zumindest bei mir in meinem Vertrag so gekostet. Ist egal, aber es tut mir schon weh, wenn ich mir angucke, mit was für einem dämlichen Zeitvertreib. Also Super Mario spielen mag jetzt vielleicht auch nicht unbedingt dazu führen, dass du hinterher Teilchenphysiker wirst. Ja, aber da gibt es zumindest ein erklärtes Ziel. Man läuft durchs Level und irgendwann hat man es geschafft und dann hört man wieder auf. Dieses 3 Sekunden ein Video auf TikTok angucken und nie eins zu Ende schauen. Selbst wenn man mal eins zu Ende schaut, was passiert da? Da tanzt dann wer und das bringt dich jetzt im Leben weiter oder so. Also ich tue mich da schon sehr, sehr schwer. Und jetzt der Hugo, der ist super. Ich mag den Hugo. Das ist wirklich ein niedliches, nettes Kerlchen. Und wahrscheinlich mag er es nicht so genannt zu werden. Leider ist er es halt einfach. Hugo unter uns, ja. Ich bin ein Typ, ich habe nur Freundinnen, ich habe keine männlichen Freunde. Das heißt, du kannst dir ungefähr vorstellen, dass ich jetzt nicht gerade als der Super-Mega-Mann damals in der Schule rumgerannt bin, sondern eher so ein bisschen wie du. Ja? Und eher so der niedliche Typ, ja? Mit dem man gerne ein bisschen Zeit verbringt und dem man seine Probleme erzählt. Oh ja, viele Probleme. Und ja, wie auch immer, jedenfalls niedlich sein, mach's Beste draus. Ja? Mach einfach das Beste draus. Findest du bestimmt trotzdem irgendwann mal eine, die dich auch als niedlichen Kerl irgendwie attraktiv findet. Und nimm's mir nicht übel, wenn ich dich jetzt so bezeichne. Ne? Also wirklich, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich kenne das. Ich kenne das Problem. Ja?
Und beziehungsweise, was heißt niedlich? Nett, ne? Nett ist die kleine Schwester von Scheiße bekanntermaßen. Der braungebrannte Typ da mit den so dicken Armen und so weiter und so fort. Der Sportliche, ne? Hat jeder in der Klasse. Der mit dem Haargel und dem vollen Haar natürlich, ne? Der keinen Hut aufhaben muss. Der war halt nicht nett. Ja? Der war manchmal sogar scheiße. Aber trotzdem hatte der bekanntermaßen. Ja, auch Frauen sind manchmal, also Frauen sind ja generell höhere Wesen, bin ich zumindest schwer davon überzeugt. Nur manchmal sind sie halt auch dämlich. Ja, es sind halt auch Menschen. Und der hatte die Frauen, ja. Ich war halt der Kumpel. Ja, und bin ich bis heute, bin ich gern, bin auch verheiratet. Es kann beides klappen. Ja, das ist ja das Gute bei der Sache. Es muss ja nicht zwingend darauf hinauslaufen, dass man nie eine findet, die auch mal was anderes als nur den ewigen Kumpel in einem sieht. Ja, so kleiner Tipp fürs Leben. Vielleicht betrifft das auch noch irgendwen anders da draußen, außer den Hugo, der das sowieso nie sehen wird. Und wenn doch, versteht er mich nicht. Erstens spreche ich zu viel. Zweitens sage ich nicht Digger in jedem Satz, um darauf hinzuweisen, dass der Satz jetzt beendet oder sonst irgendwas ist. Ich verstehe es nicht ganz. Aber trotzdem wollte ich das einfach nur mal kurz hinzugefügt haben. Das ist überhaupt nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss, wenn man halt der nette, niedliche ist und an die väterliche Brust, durchaus durchtrainierte Brust eines Uwe, mental mindestens gepresst wird. So, so viel zum Thema Hugo mental. Feuer und Wärme. Wir haben hier einige Bilder, wo man wirklich sehen kann, dass sobald das Feuer brennt, die Wärme des Feuers, zugegeben ist es dann gerade momentan ein relativ großes Feuer. Das halten sie dauerhaft so nicht aufrecht. Ich glaube, den Spoiler darf ich bringen. Aber in diesem Zustand, wie es da jetzt gerade ist, zum mal wieder aufwärmen, zum mal wieder wirklich richtig ordentlich warm werden, reicht das aus? Da stellen alle fest oder sehen so aus oder sagen es sogar, dass jetzt mit dem Feuer hier wirklich schön kuschelig warm ist. Man kann das auch sehen, Klamotten dampfen, da ist also wirklich eine gewisse Grundwärme da mit dem Feuer, das da vorhanden ist. Das heißt, die häufig gemachten Aussagen, man kriegt dieses Flugzeuglager niemals warm, das stimmt einfach nicht. Da ist es in diesem Moment warm und wann immer man mindestens ein halb mittelgroßes Feuer, sage ich jetzt mal, noch weit davon entfernt, die Tragfläche anzuzünden, aber mittelgroß betreibt, da wird es da wirklich angenehm warm an diesem Lagerplatz. Das bisschen Windschutz und das Vorhandensein des Flugzeugs selber reicht da vollkommen aus. So ist das Flugzeug ein Kühlschrank, wie das so ein gewisser Soldat behauptet. Das ist physikalisch erstens völliger Unsinn. Und zweitens, wenn es im Flugzeug kälter wäre als in der Umgebung, dann müssten da drin ja Minusgrade herrschen, dann können wir da kein Kondenswasser haben. Das Ko Flugzeug kann im Übrigen die Luft nicht auf weniger als Außentemperatur abkühlen. Das ist völlig physikalisch unmöglich. Ja? Vielleicht ist es kein Backofen. Das war wirklich ein bisschen unglücklich und ich möchte nicht in Joes Haut stecken, dass ihm ständig wieder dieser Backofenvergleich um die Ohren gehauen wird. Weil nein, du kriegst das Ding nicht auf Backofentemperaturen und wenn doch, wäre das irgendwie auch wieder nicht so ganz angenehm für diejenigen, die drin übernachten sollen. Und nein, es gibt auch keine 20, 30 Grad im Flugzeug. Das heißt, man könnte das vielleicht schon herbeiführen, aber das wäre, glaube ich, keine besonders sinnvolle Aktion, das zu versuchen. Vielleicht, weiß ich nicht, müsste man ausprobieren. Ne? Feuer direkt unterm Flugzeug machen, ein Loch drunter graben und dann da mit enormen Luftzufuhrschächten, mit großen Grabearbeiten einfach direkt unterm Feuer ein Loch machen, Quatsch, unterm Flugzeug ein Feuer machen. Und ja, das würde vielleicht gehen, aber bestimmt nicht ist das ein Kühlschrank, das ist völliger Quatsch. Ja, also was ich damit sagen möchte, mit dem Feuer ist dieser Lagerplatz zum guten Leben, auch außerhalb von dem Schlafsack, tatsächlich ausreichend bei den bisherigen Temperaturen. Das mag jetzt nicht das gute Leben sein, wie sich das vielleicht Selfie Sandra, wenn sie von ihrer Wohnung, die sie da hat, in der es so gemütlich ist, erzählt, vorstellt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Selbstverständlich ist es daheim gemütlicher als draußen. Das geht mir genauso. Ich bin trotzdem auch mal gerne draußen und mache das auch freiwillig. Aber ja, es ist zu Hause schöner. Und damit du das zu würdigen weißt, musst du zwischendurch rausgehen, damit du nicht vergisst, wie schön es zu Hause eigentlich ist. Das ist so der Hauptgrund, weshalb man rausgehen sollte, meiner Meinung nach. Ja, also nur damit war festgestellt haben, da ist es warm. Also wie gesagt, das Lager funktioniert nie, das ist total scheiße und so weiter und so fort. Nein, ist es de facto nicht. Das sehen wir, das kann man da erkennen. Hätte es noch eine andere, noch bessere Möglichkeit gegeben,
Hätte, hätte, Fahrradkette, ja, vielleicht, möglicherweise, aber völlig scheiße ist das auf keinen Fall. Also auch hier wieder kein fataler Fehler. Die werden alle sterben in der dritten Nacht, weil sie am Flugzeug geblieben sind. Im Wald wäre gratis Wärme von den Bäumen gefallen und die Eichhörnchen hätten in Hawaii-Hemden getanzt und die Damen von der Insel der Freude wären aufgetaucht und man kann ihnen nur entkommen, indem man frustriert ist, weil es da kein Wildschwein gibt. Wer das Zitat erkennt, möge es bitte in die Kommentare schreiben. Ich möchte mal wissen, wie viele von euch da sattelfest sind bei der wichtigsten Literatur des 19. Jahrhunderts. Entschuldigung, des 20. Jahrhunderts natürlich. Neben dem Herrn der Ringe. Der Herr der Ringe ist natürlich noch wichtiger. Aber dann kommt auch diese andere Literatur, meiner Meinung nach. So, soll man jetzt noch in den Wald ziehen? Das wurde ja auch immer mal wieder diskutiert. Erste Nacht Flugzeug haben bei einer Abstimmung, die der Fritz durchgeführt hat, bei sich im Stream von vielen, vielen Zuschauern, der halt im Stream hat, haben 85% eingesehen, dass die erste Nacht beim Flugzeugbleiben schon sinnvoll ist. So, jetzt rückt die zweite Nacht an. Das Flugzeug ist inzwischen ein gemütlicher Ort, an dem ein Feuerchen brennt mit ordentlichen Temperaturen, solange man sich in der Nähe dieses Feuerchens aufhält. Ist es jetzt sinnvoll, alles stehen und liegen zu lassen, das Flugzeug plus minus aufzugeben und in den Wald zu rennen? Oder meinetwegen den Lagerplatz am Flugzeug so zu lassen, wie er ist, und zusätzlich in den Wald zu rennen, um da ein Sekundärlager aufzubauen. Man hat nicht für beide Lager erstmal genügend Bodenisolationsmaterial, und man kann nicht das Flugzeug gleichzeitig super toll absichern, abdichten etc. pp. Und im Wald ein Lager mit den vorhandenen Materialien vom Flugzeug errichten. Das dürfte beides parallel sehr, 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 sehr schwierig sein. Dafür ist nicht genügend Material da. Ist genügend Material für ein Waldlager da? Ja, da habe ich ein extra Video zu gemacht. Das geht schon. Kann man da ein Waldlager machen? Ja. Was ist der große Nachteil des Waldlagers? Man muss lange, lange suchen, in der Hoffnung, dass man überhaupt einen Ort findet, auf dem man A, ebene Fläche und B, kein erhebliches Windwurfrisiko hat. Warum ist ebene Fläche wichtig? Einige von euch haben angemerkt, dann baut man einfach Trapperbetten mit unterschiedlich langen Beinen und gleicht so die Unebenheit des Geländes aus. Ja, schön, das kannst du am Hang machen, kein Problem. Das Problem ist jetzt nur, wie kriegst du jetzt ein Lager für 7 Personen um eine Feuerstelle hin, wenn du nur an den Hang oberhalb des Feuers quasi ein Bett bauen kannst, ein Bett unterhalb des Feuers. Keiner kriegt so richtig die Wärme des Feuers ab und an der Seite kannst du dann schon keinen mehr wirklich platzieren, weil du dann ein Bett bauen müsstest, das dann wirklich so vom, das ist der Hang und das Bett müsste so vom Hang abstehen. Das heißt, du musst da wirklich einen absurden Winkel von Bett hinbauen, damit in der Mitte hier noch ein Feuerchen. Das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Man kann kein Mehrpersonenlager am Hang errichten. Einzelpersonen ja, 2 Personen vielleicht noch. Und dann ist aber auch Schluss. Das geht nicht. Nicht, wenn man das Lager mit dem Feuer beheizen möchte. Und dass wir das Lager mit dem Feuer beheizen möchten, davon dürfen wir vielleicht ausgehen, ne? Außer wir gehen davon aus, dass es im Wald so unglaublich warm ist. So mindestens 10 Grad wärmer wie auf der warmen Wiese in Folge 4. Das reicht nicht. Das ist noch wärmer als 10 Grad als beim Flugzeug, weil beim Flugzeug da herrscht so eine Kühlschrankeffekt durch das Flugzeug. Ja, das kühlt die gesamte Umgebungstemperatur ab. Das ist ein ewiger Kühler. Hat man bisher in der Physik noch nie gefunden, aber das Flugzeug kann das, ja. Das kann bis in alle Ewigkeit die Lufttemperatur noch niedriger sinken lassen, als die Lufttemperatur gerade ist. Okay, jetzt werde ich böse. Aber ja, ganz kurzer Zwischenexkurs, da wir noch einen zu kurzen Beitrag hier bisher gedreht haben, zu Fritz' Statement zu Folge 1. Das fand ich nämlich richtig, richtig toll. Der Mann ist clever. Der Fritz ist wirklich clever. Der mag jetzt akademisch nicht allzu gebildet sein und eine Weile brauchen, bis er Joes Salzwasser-Video kapiert. Ich musste so lachen. Nein, wirklich, alles gut, alles gut. Also lieber Fritz, solltest du tatsächlich mal ganz viel Zeit haben und dich hierher verirrt haben, dann erstens herzliche Grüße, ich fühle mich geirrt. Zweitens, ich finde das super. Wirklich, ich finde deine Reaktion auf Folge 1, ich fand übrigens die zum Survival Squad auch hervorragend. Man merkt wirklich, du bist viel draußen, du hast Outdoor-Erfahrung, absolut. Survival-Experte nennst du dich selber ja inzwischen auch nicht mehr. Beziehungsweise hast du dich persönlich, glaube ich, meines Wissens auch wirklich nie genannt. Das stand mal unter Videos und so weiter, ne? Und im Titel von Videos und so ein Kram. Aber
Wie auch immer, jedenfalls, das war wirklich eine hervorragende Einordnung, eben mit wesentlichen Erkenntnissen, wie zum Beispiel, es gibt hier kein richtig oder falsch. Es gibt Vor- und Nachteile, viele Wege führen nach Rom, also es gibt wirklich mehrere Herangehensweisen, die man da wählen kann. Was das jetzt die bessere ist, ob nicht einfach mehrere funktionieren, ob mehrere Gleichgute existieren. Also das ist wirklich sehr reflektiert. Der Fritz ist einfach erfahren, was diesen Outdoor-Krempel angeht. Und selbstverständlich ist der Fritz schlau. Vielleicht nicht im akademisch-mathematisch-chemischen Sinne oder Physik oder was auch immer, Pflanzenwissen. Aber der Mann weiß schon, was er tut. Definitiv. Das ist ein cleveres Kerlchen. Kerlchen ist lustig. So viel älter als du bin ich jetzt auch wieder nicht. Ne? Das ist also ein dummer Spruch. Aber kennst du ja. Ne? Alles gut. Trotzdem, jedenfalls, kurz Kundschaften hätte der Fritz jetzt gemacht. Das verstehe ich. Das ist für jeden auch sinnvoll, der jetzt nicht über fundiertes naturwissenschaftliches Wissen zum Lesen einer Landschaft verfügt. Ja, jeder, der das nicht hat, der jetzt also zum Beispiel Forstwissenschaftler, Biologe, Geograf, Ökologe oder ähnliches ist, ja, von mir aus war der Geologe, den ich da mal genannt habe, ein schlechtes Beispiel, der muss sich nicht zwingend mit der Landschaft als solche auskennen. Der kann auch ein Mineralologe, Geologe sein und keinen Plan von der Erdoberfläche haben und sich nur im Inneren auskennen, wo man den Ballrock ausbuddelt und solche Sachen. Aber ein solcher muss vielleicht nicht Kundschaften gehen. Für alle anderen kann ich es verstehen, solange man es damit nicht übertreibt. Eine halbe Stunde oder von mir aus 20 Minuten und dann aber wirklich auch darum kümmern, das Flugzeug auszuräumen und Ausrüstung zusammenzukratzen und einen Lagerplatz herzustellen und so weiter und so fort. Außerdem fand Fritz auch schwierig, dass Stefan als allererstes mal weg war und die Gruppe irgendwelche Entscheidungen getroffen hat, wo er halt nicht da war, er dann wiederkam, sämtliche Entscheidungen der Gruppe über den Haufen schmeißen wollte, die da schon total in ihrem Film drin waren, was ja auch wichtig und richtig ist, dass sie dann auch effektiv arbeiten und loslegen und so effektiv arbeiten, wie es dieser Gruppe halt im konkreten Fall möglich ist. Wirklich tolle Einschätzung, was ich besonders schön fand. Fritz ist ja deutlich weiter rumgekommen auf dem Planeten als ich. Und ich denke, wenn man sehr, 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 sehr viel auf dem Planeten rumgekommen ist, hat man irgendwann mal erlebt, dass so eine Wettervorhersage mitunter durchaus schwierig bis völlig unzutreffend sein kann. Und wenn schon eine professionelle Wettervorhersage schwierig bis völlig unzutreffend sein kann, dann dürfte ein Blick in die Wolke, jetzt kann ich mit Sicherheit sagen, dass es in den nächsten 3 Tagen nicht regnet, völliger Schwachsinn sein. Sorry, ja? Also fachlich Schwachsinn. Menschlich darf man das selbstverständlich machen, darf man auch so sehen. Solange man auch nur sein eigenes Leben davon abhängig macht, ist das völlig in Ordnung. Und du kannst der netteste und sympathischste und freundlichste Mensch der Welt sein und trotzdem dem Irrglauben einheimfallen, dass du denkst, du könntest mit dem Blick in die Wolke das Wetter für die nächsten 8 Stunden vorhersagen. Man kann mit dem Blick in die Wolke effektiv, wenn man da wirklich ganz genau weiß, was man macht und sehr viel Ahnung von Wolkenbildern hat und sehr viel Meteorologie gelernt hat und dazu eben einfach noch viel Erfahrung an dem Ort hat, an dem man sich aufhält, kann man, wie gesagt, ein paar Stunden im Vorfeld möglicherweise das Wetter vorhersagen. Das hängt auch sehr davon ab, wo man steht. Stehst du auf der Hornisgrinde im Nordschwarzwald und guckst rüber Richtung Frankreich und siehst über den Vogesen gerade offensichtliche Regenwolken aufsteigen und darfst davon ausgehen, dass es eigentlich dauerhaft eine Westwind-Situation gibt, die die Wolken über die Vogesen bis zum Schwarzwald pustet, wo sie dann spätestens erstmal bei den Vogesen und zweitens am Schwarzwald noch ein zweites Mal ordentlich abregnen. Und in dieser Situation darfst du dir wirklich zu wahrscheinlich 90% sicher sein, dass es üblicherweise jetzt so 2 bis 3 Stunden dauert, bis dann die Wolken bei dir angekommen sind. Möglicherweise auch schneller, je nachdem wie schnell die Wolken unterwegs sind, aber so irgendwas um den Dreh und dass es heute Nacht noch regnen wird, da bist du dann wahrscheinlich mit 95% sicher dabei. In so einer eindeutigen Situation. Siehst du hingegen keine Wolke von den Vogesen Richtung Schwarzwald ziehen, dann bedeutet das nicht, dass wenn du dich jetzt schlafen legst, du 6 Stunden später nicht aufwachst und inzwischen vor 3 Stunden Wolken aufgekommen sind, in 3 Stunden über die Rheinebene gezogen sind und dir jetzt gerade auf den Kopf regnen, was du vorher niemals hast erkennen können, weil eben die Wolken durchaus erst später, nachdem du dann nicht mehr hingeguckt hast, irgendwie 2, 3 Stunden später überhaupt erst auftauchen können. Das ist möglich und das kann man halt nicht vorhersagen. Daher Möglichkeiten mit Wolkenbildern oder Blick in den Himmel oder in die Sterne oder in die Kristallkugel, das Wetter vorherzusagen, da geht es höchstens ein paar Stunden im Voraus, wenn man sich mit den Wetterbegebenheiten an dem Ort, an dem man sich befindet, hervorragend auskennt, was in Neuseeland von keinem von uns jemals der Fall sein dürfte.
Nur dann, und das immer noch sehr, sehr unzuverlässig und niemals über länger als ein paar Stunden. Das geht einfach nicht. Punkt. Ja? Und der Fritz weiß das. Das kann man dem Fritz deutlich anhören, dass er von solchen, ich kann Wolken lesen, Techniken relativ wenig hält. Also hier nochmal wirklich großes Lob. Ich fand, das war ein Hochgenuss, war einfach toll, ein paar wirklich intelligente Statements, ein paar realistische Einschätzungen von jemandem, der im Leben rumgekommen ist offensichtlich und sich draußen auskennt. Vielleicht nicht jede Survival-Technik beherrscht, aber sich draußen definitiv auskennt. Das war mir wirklich ein Genuss, mit eins der besten Statements bzw. Analysen, war übrigens länger als mein Kram, zu Folge 1. Wirklich toll. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Also grundsätzlich ist mir der Fritz auch wirklich, wirklich sympathisch. Ich mag den. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Ich mag nicht immer, was er erzählt. Na, manchmal sind so Sprüche dabei, die hätte ich mir jetzt verkniffen. Aber grundsätzlich ist mir der Fritz sehr sympathisch. Herzliche Grüße. Wie gesagt, solltest du dich aus irgendwelchen Gründen hierher verirren und diese Stelle finden, weil dir jemand verraten hat, wo die genau im Video drin ist. Ich selber weiß es ja auch nicht. Nur für den Unwahrscheinlichen. Julia motiviert Hugo. Das ist sehr lieb von ihr und das ist hervorragend gemacht. Das ist toll und das sind so Sachen, da ist es wirklich super, wenn man ein paar hochempathische Menschen in der Gruppe hat. Ich habe das Gefühl, dass die liebe Julia Beautics zu dieser Kategorie gehört. Das Gefühl habe ich. Aber ich selber bin ja nicht hochempathisch, daher ist mein Gefühl sowieso nichts wert, weil ich bin ja ein Eisklotz. Sehr männlich und so. Ja. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Also, dass Julia das ganz toll macht. Zweite Nacht. Im Wesentlichen ist die Erkenntnis, die draußen pennen, denen geht's ganz gut. Hat man den Eindruck. Die drinnen pennen, haben zu wenig Bodenisolation. Was macht man jetzt als Folge dessen? Also erstens war es ein Fehler, zu wenig Bodenisolation im Inneren des Flugzeugs auszubringen. Boah, kann man schon so nennen. Hätte man das besser hinkriegen können? Theoretisch ja. Ist es realistisch, dass es nicht gleich geklappt hat? Würde ich auch sagen. Und ist es fatal? Nö, dann macht man es halt jetzt und die nächste Nacht wird besser. Spoiler, die nächste Nacht wird wärmer. ja, das ist die Nacht mit dem Feuer, ne? Wissen wir ja schon, wenn wir Folge 5 bereits gesehen haben, wovon ich ja ausgehe. Und ja, das kann man im Grunde relativ einfach zusammenfassen. Einfach mehr Isolationsmaterial in den Flieger auf die Metallteile packen und dann sollte es da gemütlicher werden. Was man wahrscheinlich nicht ganz abstellen kann, ist die Kondenswasserbildung im Inneren vom Flugzeug. Solange es da eben halt deutlich wärmer als in der Umgebung ist, wird sich im Flugzeug Kondenswasser sammeln. Übrigens, das ist ein Zeichen dafür, dass es im Flugzeug deutlich wärmer ist als in der Umgebung. Und das wird wohl kaum wirklich so richtig lösbar sein. So. Dann hat Joe fast die ganze Nacht Feuerwache gemacht und hat entsprechend kaum geschlafen. Das heißt, der Mann ist inzwischen genervt. Das ist menschlich nachvollziehbar. Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben für spätere mögliche rauen Umgangstonen seitens des Joe. Dann verbrennt Hugo seine Socke. Das erstens A, kenne ich. Ich habe eine, die ist heute noch braun. Ich habe sie als Souvenir aufgehoben. Zweitens, das kann tatsächlich ein kleines bisschen gefährlich sein, weshalb der Joe auch so reagiert, zieh sie aus, weil je nachdem aus was für Material die Socke ist, dauert das eine ganze Weile, bis die Hitze durch die jetzt angebrannte Socke eben nach innen vordringt und dann möglicherweise eben einem den Fuß verbrennt. Daher ist es tatsächlich eine gute Idee in so einer Situation, wenn man merkt, die Socke brennt oder die Socke fängt an zu brennen, diese sicherheitshalber mal eben auszuziehen. Das ist jetzt bei Hugo nicht passiert, der hat glaube ich auch zwei Paar Socken angehabt. Aber im Prinzipiell ist es schon eine gute Idee, möglicherweise die Socke in so einem Szenario dann schnell auszuziehen. Ja, Socke anbrennen, das ist so ein klassischer Anfänger am Feuer-Ding. Sobald du ja die ersten paar Mal am Feuer gesessen bist, kalte Füße hattest und es ist so, ach so schön warm am Feuer und gerade wenn man Socken anhat, man kann die übrigens durchaus ausziehen, wenn man sich die Füße am Feuer wärmen möchte. Das ist rein technisch gesehen sowohl für die Socken als auch für die Füße eigentlich die sicherere Methode. Natürlich dauert es dann ein Momentchen länger, bis der Fuß warm wird er trotzdem. Also wenn du dann nah genug ans Feuer rangehst, dann reicht die Energie allemal aus, zum Füße so richtig schön warm bekommen. Ja, und
Da fühle ich mich einfach nur an meine eine verschmolte Socke etwas erinnert. Das ist ein typisches Anfängerding, das kannst du nicht wissen, bis du es ein paar Mal gemacht hast. Ja. Und riecht übrigens sehr angenehm, das Resultat, insbesondere wenn die Socke vorher sehr lange durchgehend getragen worden ist. Gut, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. So, dann wird kurz ein Schwein eingeblendet. Das Schwein ist ein wildes Hausschwein, nicht ein Wildschwein. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja? Ein Wildschwein ist anatomisch durchaus ein wenig anders ausschauend als ein Hausschwein. Ein Hausschwein stammt auch von einer afrikanischen Schweine. Sorte, sage ich jetzt mal ab, die wir über Jahrtausende, viele Jahrtausende domestiziert haben, dass sie eben eine besondere Schweineform eingenommen haben. Es gibt ja verschiedene Hausschweine, die so wildlebend nirgendwo so richtig vorkommt. Also man findet zum heutigen Hausschwein kaum noch die wirkliche Ursprungsart, aus der das mal rausgezüchtet worden ist. Also bei Schweinen hat ja, ähnlich viel Züchtung wie beim Hund stattgefunden. Ein Chihuahua hat mit einem Wolf nicht mehr viel zu tun. Und ein Hausschwein hat mit einem gängigen Wildschwein auch nicht so viel zu tun. Jetzt kann aber natürlich ein Hausschwein durchaus in einer feindarmen Umgebung wie beispielsweise Neuseeland, wenn man es einfach davon springen lässt, genügend zu futtern finden, um am Leben zu bleiben und Generationen von immer wilder werdenden, die Evolution durchlaufende, natürliche Selektion durchlaufende Hausschwein, wilden Hausschwein-Generationen ein interessantes neues Schweintyp sozusagen hervorbringen, nämlich eben das wilde Hausschwein. Und ein solches sehen wir da vermutlich tun, aber über Generationen. Ja, also vom Verhalten her sind die mehr Wildschwein als Hausschwein. Sind die gefährlich? Ne. Also da würde ich sehr davon ausgehen, dass die nicht nennenswert gefährlich sind. Die haben auch keine Hauer. Und ja, die können dich wahrscheinlich schon auch umschubsen, aber klar, die können dich auch beißen. Jedes Schwein hat Zähne, auch wenn die manchmal so ein bisschen gummiartig aussehen. Aber ja, das geht schon, aber würde ich nicht sagen, dass die nennenswert gefährlich sind. Daher darf man also schon nicht europäisches Wildschwein mit Neuseeland wildlebendem verwilderten Hausschwein vergleichen. Das eine Vieh, das ist ein echtes Vieh. Und das Neuseeland Hausschwein, ja, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich würde behaupten, braucht man jetzt keine panikartige Angst vorhaben, nur damit wir das mal eingeordnet haben. So. Julias Lippen wollte ich noch kurz ein paar Takte zu sagen. Das übliche Mittelchen aus der Survival-Apotheke für Lippen wie der Julia ihre wäre irgendein Tierfett. Vorzugsweise der Schweizer würde Murmeltierfett nehmen. Gibt's nicht. Bräuchte man entsprechend ein totes Tier für diesen Zwecke, ein extra für diesen Zweck sogar um die Ecke gebrachtes Tier. Das wäre gut, gibt es halt nicht. Sie nimmt noch Sonnencreme, das wissen wir ja schon. Glaube ich zu diesem Zeitpunkt, wenn nicht, erfahren wir es in Kürze, dass sie Sonnencreme genommen hat und da ein bisschen was für ihre Lippen zu tun. Das ist auch definitiv eine gute Idee. So ein kleines bisschen nachfettend und pflegend sollte die bestimmt sein, soweit ich das in irgendeiner Form mit den vorhandenen Lipiden, die da möglicherweise drin sind, beurteilen kann, und sie trinkt zu wenig. Das habe ich ja schon damals im Trailer gesagt. Ich glaube, Julia könnte wirklich in dieser Situation sehr, sehr helfen, wenn sie mehr trinken würde. Bei den meisten Menschen, die ich mal mit solchen Problemlippen in Anführungszeichen gesehen habe, ja, da ist das, glaube ich, ganz hilfreich. Ja, ich finde im Übrigen immer lustig, wenn sie sich als demoliert und ähnliches ansieht. Es ist spannend zu sehen, was eine definitiv de facto normativ schöne Frau durchmacht, wenn sie nicht mehr ganz so schön ausschaut. Ne, weil Julia Beautics ist ja normativ definitiv eine gut aussehende junge Frau. Ich denke, das braucht man jetzt nicht so tun, als sei das nicht so. Das bringt ihr jetzt vielleicht im Leben nicht unbedingt was. In ihrem Fall bringt es ihr wahrscheinlich schon was, weil sie damit Schauspielerin und so weiter und so fort ist. Das ist, glaube ich, hilfreich, wenn man dabei nicht aussieht wie Quasimodo. Aber ich finde das irgendwie super sympathisch, dass sie da selber auch eben relativ locker mit umgeht. Ja? Und eben nicht den, oh nein, mein wertvolles Gesicht. Oh! Oder sowas in die Richtung macht. Super sympathisch, die Frau. Mag ich, mag ich, mag ich. Wie gesagt, meine Frau mag sie auch, habe ich irgendwo anders schon mal erwähnt. Ich darf das also sagen. Ich hole mir mal meinen nächsten Akku. Das Possum ist ein australisches Beuteltier, ja, und lebt auf dem Baum.
Tatsächlich lebt es sogar über 90% der Gesamtzeit auf dem Baum. Es gab da eine Studie aus Australien, die sich eben mal angeguckt hat. Das ist immer sehr interessant in der Verhaltensforschung. Wie lange hält sich denn ein Tier an dem und dem Ort auf? Das ist insbesondere bei Tieren interessant, die eben zwei Lebensräume kennen, nämlich einmal auf dem Baum und auf dem Boden. Beim Eichhörnchen beispielsweise, das hält sich so gut wie nie am Boden auf. Es läuft mal hin und wieder über die Straße, hat man vielleicht schon mal gesehen, weil es halt auf die andere Seite möchte. Warum läuft der Hund über die Straße, weil er auf die andere Seite will? Ganz, ganz toller Witz, den ich mal früher lustig fand, dass ich noch sehr primitiv und dumm gewesen bin. Ehrlich gesagt finde ich ihn immer noch lustig. Es ist, ja, okay, dann bin ich vielleicht immer noch primitiv und dumm. Gut zu wissen. Ja, ist das Leben leichter. Egal. Jedenfalls, Possums sitzen fast immer auf dem Baum, zumindest in Australien. Jetzt haben wir in Neuseeland natürlich auch schon beim Beitrag von Ruthless Cat, der da ja gerade wandern geht, während die anderen da am Frieren und Hungern sind, haben wir ja bereits gesehen, dass da eben durchaus auch Opossums ziemlich menschennah mit wenig Fluchtinstinkt und ja, relativ einfach zu fangen gewesen wären, an der Stelle, wo der sich rumtreibt. So. Der wesentliche Unterschied zu der Stelle, wo sich unsere Kandidaten rumtreiben, besteht darin, dass man in dem Gebiet, wo in dem Seven vs. Wild stattfindet, vermutlich seit vor kurzem erst mal wieder mittels Rattengift oder halt einem anderen Giftstoff, Rattengift funktioniert aber auch bei Opossum, ja, da den Bestand mal wieder etwas dezimiert hat. Das Opossum ist ja wirklich eine schlimme Schädlingsart, wenn man diesen Begriff verwenden möchte, in Neuseeland und richtet vor allen Dingen deswegen schlimme Schäden an, weil es neben pflanzlicher Kost auch gerne mal Vogeleier klaut. So, und da Neuseelands einheimische Tierwelt fast nur aus Vögeln und zugegeben, ich habe irgendwo gesagt, es gibt keine Säugetiere, doch, es gibt zwei Fledermausarten, die endemisch sind, aber ansonsten Vögel halt eben daraus besteht und diese Vögel haben wenig natürliche Feinde, insbesondere nicht für ihre Eier, weshalb die Eier in vielen Fällen sehr schlecht verstecken und dann da selbst so ein dusseliges Possum, plus minus dusselig, also im Prinzip sind das auch tolle Tiere, ne? Das darf man jetzt auch nicht so tun, als hätten die gar keine Daseinsberechtigung, zumindest in Australien gehören sie auch ins Ökosystem und sind da integriert, aber in Neuseeland halt eben problematisch und da ist halt selbst ein Possum in der Lage, das eigentlich kein guter Jäger ist, eben zumindest diese Eier zu plündern, weshalb man Possums gerne loswerden möchte. Weshalb die eben mittels Rattengift auch auf ja, nicht sehr humane Art und Weise, aber doch zumindest schnell ums Leben gebracht werden, um die Ecke gebracht werden. Und das ist wohl gerade erst bei der Seven vs. Wild Location passiert. Weshalb da eben, das hätte man grob mal irgendwo mitbekommen können im Vorfeld, weshalb da eben nicht mit allzu viel Possums zu rechnen ist. Und laut Behind the Scenes war das, glaube ich, den Teilnehmern auch irgendwie mitgeteilt worden ist, dass sie bitte kein Possum essen sollen, das da tot rumliegt, weil das eben dann an Rattengift gestorben sein könnte. Soll heißen, wenn Stefan jetzt da loszieht, um da irgendwelche Possums einzusammeln, dann ist das aufgrund der Rattengiftsituation nur so halbschlau. Aber jetzt ist halt die Frage, wussten das die Teilnehmer? Und die nächste Frage, wusste das der Stefan? Vermutlich letzteres nicht. Kann er da was dafür? Keine Ahnung. Aber ja, grundsätzlich erstmal nicht die beste Idee, jetzt auf explizit Possumjagd unter diesen Bedingungen zu gehen. So, das nächste, jetzt hatte ich erwähnt, die wohnen überwiegend auf dem Baum. Die entsprechende Studie, die eben nachweist, wo sich die Possums so rumtreiben, allerdings, wie gesagt, in Australien, geht übrigens auch davon aus, dass die, wenn sie mehr als 90% ihrer Zeit auf dem Baum verbringen, logischerweise da auch schlafen. Ja, das geht ja gar nicht anders. Wenn sie woanders pennen würden, dann wären sie ja ganz schnell bei weniger als 90% auf dem Baum. Und das heißt, im Regelfall nutzt ein Possum Baumhöhlen. In dem kaputten, bröckeligen Nothofagus-Wald, den wir da überall ums Lager drumherum haben, dürfte man davon ausgehen, dass die da Baumhöhlen finden? Oh ja. Ja, also das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Da stehen genügend halb kaputte Bäume rum, dass Baumhöhlen da durchaus eine vorherrschende Unterkunftsmöglichkeit für Possum darstellen sollten. Die nächste Frage, was fressen die bitte, wenn die im Nothofagus-Wald unterwegs sind? Sicherlich irgendwie ein bisschen Nothofagusblätter. Wie gut die vor Fraßfeinden geschützt sind, habe ich leider keine Literatur dazu gefunden. Nothofagus-Samen, also die Bucheckern in Anführungszeichen von den Südbuchen, die dürften selbst für ein kleines Tier wie ein Possum auf Dauer vielleicht ein bisschen karge Kost sein. Bedeutet, warum gibt es da keine Possums? Naja,
weil die da halt kaum was zu fressen finden. Also die Possumrate dürfte auch bei Nichtvergiften der Possums in dieser Region relativ gering ausfallen. Die können natürlich auch noch Hagebutten futtern, aber Hagebutten werden da offensichtlich von so ziemlich allem gefuttert. Viele Hagebuttensträuche sind offensichtlich abgeknabbert vom Rotwild. Vielleicht auch von Schafen, die da hin und wieder mal durchgetrieben worden sind. Aber Rotwild dürfte auf jeden Fall auch einen signifikanten Anteil am Verbiss der Rosenbüsche, die da in der Region zu finden sind, haben. Und damit bleibt da gar nicht so viel möglich Essbares für ein Possümchen übrig, weshalb ich davon ausgehen würde, dass auch ohne Rattengift die Possumdichte an dieser Stelle eher gering ausfällt. Die kommen natürlich an den Orten zusammen, wo sie ordentlich was zu futtern kriegen, dass zum Beispiel Ruthless Cat da eben an seinem Schlafplatz im Tal, wo eben viele Touristen, vermutlich viele Touristen langwandern, besonders viele Possums antrifft. Das mag durchaus auch daran liegen, dass die jetzt auch nicht völlig blöd sind und möglicherweise, weil sie halt eben eine gewisse Vertrautheit mit den Menschen an den Tag legen, auch die eine oder andere Fütterung mal erlebt haben. Ganz ehrlich, wenn diese Viecher da rumspringen und dann doch irgendwie ganz sympathisch sind, könnte auch ich mal schwach werden und so ich dann genügend Proviant, Possum geeigneten Proviant dabei hätte, denen mal einen Happen zuwerfen und dabei zugucken, wie sie den vertilgen. Das würde bestimmt vor Kamera ganz gut aussehen, ne? Was man natürlich wirklich nicht machen soll, weil die echt ein Problem für die neuseeländische Flora und Fauna sind. Aber hassen kann man sie deswegen auch nicht. Das ist immer ziemlich ambivalent, weil im Prinzip sind das nette Viecher und die können nichts dafür, dass sie jetzt halt nun mal auf der falschen Insel sitzen und überleben wollen sie trotzdem. Den Überlebensinstinkt kann man ihnen auch nicht wirklich übel nehmen. So, besagter Überlebensinstinkt bringt sie übrigens auch dazu, durchaus zuzubeißen, wenn man die jetzt mit der Hand einfach hochheben möchte, um dann mit einem Knüppel drauf rumzuknüppeln, um das Possum vom Leben zum Tode zu befördern. Das wäre eine hochgradig gefährliche Angelegenheit, weil trotz wenig Fluchtinstinkt, dass die mal ein bisschen zubeißen können, davon darf man ausgehen. Und jetzt sind die zwar nur ein Beuteltier und deswegen ja noch längst nicht ein Hamster, der einem da sofort sämtliche Finger abreißt. Außerdem kann ein Hamster immer Kung Fu. Grundsätzlich wird geboren und kann Kung Fu. Ganz wichtiger Fun Fact zu hochwissenschaftliche Aussage zu Hamstern. Feldhamster insbesondere. Außerordentlich gefährlich. Kein Spaß, ein Feldhamster ist wirklich ein überraschend wehrhaftes Tier. Das sind kleine Kraftpakete und außerordentlich aggressiv, wenn man versucht, die wirklich aus ihrem Bau rauszuziehen oder solche Späße. Da brauchst du echt hier so in die Hand schneid Metzgerhandschuhe mit Kettenhemd oder solche Späße, wenn du da einen Hamster händisch aus seinem Bau rausholen möchtest. So ein Possum ist kein Hamster, aber die Chance, dass man sich dabei schwer verletzt, einen Possum händisch irgendwie schnappen zu wollen und dann mit dem Knüppel drauf zu knüppeln, die halte ich trotzdem für außerordentlich hoch. So, dann die Orte, an denen Stefan nach dem Possum sucht. Es müsste schon ein außerordentlich dämliches Possum sein, um in solchen Löchern einfach mal so irgendwie drin zu hocken, ohne jeden Schutz, ohne jede Gemütlichkeit. In jedem Loch kann eine Ratte sitzen. Ja, nein. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Viel effizienter wäre es wirklich irgendwo nach Possum Tracks, also sprich Wildwechseln, auf Possum-Höhe und Possum-Niveau zu suchen, die offensichtlich auf das Vorhandensein von Possums hinweisen, mögliche Nahrungsreste, wo sie an irgendwas rumgesnackt haben, vielleicht Losung, irgend sowas in die Richtung, um wenigstens einen Anhaltspunkt für das Vorhandensein von Possums zu finden, bevor man einfach wahllos in irgendwelche Löcher an Boden wohlgemerkt reinguckt. Weil die Chance, dass die eben am Boden überhaupt ihre Nester beziehungsweise die Chance, dass die eben am Boden ihre Aufenthaltsbereiche bis Nester anlegen, ist halt auch gar nicht mal so hoch. Da kann man schon durchaus davon ausgehen, dass sie vielleicht lieber im Baum wohnen. So, ist es also sinnvoll, dass Stefan Possum mit der Hand oder mit dem Knüppel jagen gehen möchte? Ne, eigentlich nicht so, ne? Also da kann ich mir nicht vorstellen, so wie er das letzten Endes macht, dass das eine nennenswerte Aussicht auf Erfolg hat. Kann ich mir wirklich kaum vorstellen. So, jetzt ist halt die Frage, keine Aussicht auf Erfolg oder nur sehr geringe Aussicht auf Erfolg? Und ist es dann sinnvoll, Energie dafür einzusetzen,
Und was wäre der alternative Energieeinsatz? Wofür sollte man die Energie wohlmöglich besser einsetzen? Und zu diesem Zeitpunkt braucht die Gruppe halt eben tendenziell immer noch Brennholz und kann eigentlich nie genug Brennholz haben. Daher wäre gerade da Stefan potenziell ein sehr guter Brennholzmacher ist, wie er dann ja auch mal irgendwann zeigt. Ja, da wäre es schon hilfreich, wenn er eben seine diesbezügliche Expertise und seine Erfahrung im Bereich des Ich mache Brennholz und ich sammle Gras dann auch eben einsetzen würde, da halt eben eine Julia und eine Sandra das zwar auch den ganzen Tag machen und das ist auch super und wirklich sie tun, was in ihrer Macht steht. Ich bin da wirklich auch beeindruckt von, wie tapfer sie da durchhalten und wie intensiv die da arbeiten, obwohl sie Berufsinfluencer sind, alle beide, wobei ich weiß nicht, was Sandra vorher gemacht hat. Die macht das wahrscheinlich noch nicht so lange wie Julia, die macht das ja wirklich ihr Leben lang. Also mit 14 oder was die da angefangen hat. Daher, ne? Aber ja, also sprich, ich halte es nicht für sehr sinnvoll, was der Stefan da macht. So. Jetzt haben wir einmal, Joe hat ja angemerkt, ne, also beziehungsweise du hast angemerkt, ja, nochmal herzliche Grüße, ich soll Sachen, Fehler, die ich von dir finde, bitte auch kommentieren. Eine Anmerkung hätte ich. Es bleibt dir überlassen, ob du das jetzt als Fehler ansiehst und wie du da persönlich zu stehst, aber für mich persönlich ist es was, was mich so ein bisschen, das hätte ich jetzt nicht gemacht, sagen lässt. Und zwar die Äste abbrechen Aktion bei den Karnickel-Schlingfallen. Ja, da stellst du dich auf den Ast drauf und versuchst den dann eben mittels erweitertem Körpergewicht sozusagen zum Abbrechen zu bewegen, was dir auch gelingt und tust dir dabei zumindest ein bisschen weh. Wahrscheinlich war das überhaupt nicht schlimm und klar, keine Frage, ja. Für mich persönlich ist das eine schlechte Risk-Reward-Balance, ne? Also da ist die Chance, dass man sich bei so einer Aktion verletzt, relativ realistisch ein bisschen vorhanden und du tust dir ja auch ein kleines bisschen weh bei der Aktion. Sicher nicht nichts Schlimmes, aber man könnte sich da auch ein bisschen blöder wehtun und es könnte einfach dumm laufen, so eine Abbrechaktion. Und Lohn dieser Aktion ist ein Ast. Und da sehe ich jetzt nicht, dass der Ast so dringend gebraucht wird. Ja, es ist ein trockener Ast. Ja, das sehe ich auch. Sicher brennt er toll. Aber ich sehe nicht, dass der so dringend gebraucht wird, dass er jetzt ein Verletzungsrisiko wert ist. So unabhängig von allem anderen ist für mich persönlich mit meinem bisschen Survival-Wissen, ne, ohne jetzt da alles zu können. Aber was ich zum Beispiel kann, ist einfach darauf aufpassen, dass ich mich nicht verletze. Und das halte ich für mich persönlich, wenn ich irgendwelche Survival-Training-Geschichten und so weiter und so fort mache, halte ich das für ganz, 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 ganz wichtig, dass man das Verletzungsrisiko eben so gering wie möglich hält. Ist auch sonst natürlich immer eine gute Idee, aber insbesondere in einem Survival-Szenario ist das Letzte, was man noch brauchen kann, dass man sich jetzt irgendwie verletzt. Und drum würde ich da immer, also bei den meisten Aktionen, die ich insgesamt durchführe, führe ich halt so eine kleine Risiko-zu-Nutzen-Analyse durch. Wenn ich jetzt folgende Aktion mache, was könnte mir dabei passieren? Und was kriege ich dafür als Belohnung, wenn es mir nicht passiert, sozusagen? Also wenn das Ganze erfolgreich ist. Und da es hier wirklich nur um Stock geht, als Brennholz, und man sich bei der Abbrechaktion böse verletzen kann, hätte ich das jetzt so nicht gemacht. Und ich würde mich dazu hinreißen lassen, zu behaupten, dass das möglicherweise ein kleiner Fehler sein könnte, wenn man dieses böse Fehlerwörtchen da verwenden wollen. Natürlich triggert mich das auch ein bisschen besonders, weil abbrechende Äste und nachschwingende Äste und Äste biegen sind halt so klassische Verletzungen im Forst, ne? Also für Forstwissenschaftler und Forstleute insgesamt sind das halt so, das macht man nicht. Momente, da wachsen wir halt mit auf, das saugen wir mit der forstlichen Muttermilch auf. Insbesondere wenn man nach einem Schnurbenwurf aufräumen musste, da sind auch schon einige Leute auf diesem Wege. Nee, jetzt nicht mit sowas, ja, sowas nicht, schon, okay, ja. Aber mit diesem Prinzip, dass Äste abbrechen wollen und die zurückfedern können und man mit dem eigenen Körpergewicht auf Teufel komm raus was abbrechen will, da sind auch schon Leute wirklich schwer verletzt worden. Drum ist das für mich einfach ein bisschen sensitiveres Thema als vielleicht für andere. Dann macht Stefan Freizeit bzw. bohrt fast nutzlos in der Gegend rum. Es gibt ja zu dem Zeitpunkt bereits ein Feuer.
Und dass man jetzt backupmäßig noch zusätzlich Feuerbohren einsetzen könnte, für den Fall, dass das Feuer ausgehen sollte und man jetzt mit dem vorhandenen Feuer auch in der Lage wäre, Zunder zu trocknen, was der Stefan ja auch irgendwo zwischendurch mal macht, Bohrbrett trocknet und so weiter, und es dann einfacher wird, Feuer zu bohren und man dieses Backup des Feuerwiederankriegens durch Feuerbohren dann haben möchte, das verstehe ich irgendwo ein Stück weit und es ist ja auch nicht komplett nutzlos. Wichtiger wäre allerdings, nicht für den eventuell nie eintretenden oder eventuell eben doch vielleicht mal eintretenden Fall, dass das Feuer ausgeht, zu trainieren, dann ein Feuer bohren zu können, sondern lieber einfach Brennholz ranschaffen, dann geht das Feuer auch nicht aus. Und dann ist es nutzlos, beziehungsweise jetzt die falsche Priorität, jetzt Feuer bohren zu trainieren. Würde das Feuer dann mal ausgehen, ja, was ist dann? Sterben dann alle instant, wenn man es nicht innerhalb von 3 Minuten wieder anbekommt durch Feuer bohren? Oder hat man, nachdem das Feuer dann ausgegangen ist, dann Zeit, weil es jetzt wichtig ist, Feuer bohren zu betreiben, dann möglicherweise auch 2, 3, 4, 5 Stunden, solange das halt eben dauert, bis man da erfolgreich ist, gerne vorher auch Zunder am Feuer vortrocknen, da ist überhaupt nichts dran auszusetzen, das ist ja ein passiver Prozess, der keine Energie und keine nennenswerte Zeit erfordert. Und ja, dann eben quasi, wenn man es dann braucht, das Feuerbohren zu finalisieren. Und ja, daher halte ich das in dieser Situation erstmal für Quatsch. So, dann findet Stefan einen Chaga-Pilz. Chaga oder wie auch immer man den aussprechen möchte. Zu Deutsch der schiefe Schillerporling. Und denkt er zumindest, dass er den findet. Die Organisation TM findet das wohl offensichtlich aus, weil die Texteinblendung in der Folge bestätigt, dass es sich wohl um einen Chaga-Pilz handelt. Ist es aber nicht. Nein, 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 nein. Ne? Der Joe hat das auch schon angemerkt. Wir hatten dazu auch ein kleines bisschen korrespondiert, dass es sich dabei wahrscheinlich eben nicht um den selbrigen handelt, sondern nach Ersteinschätzung vom Joe um das liebe Agrobacterium tumefaciens, das mit seinem TI-tumorinduzierendes Plasmid nämlich dazu neigt, Dikotyledonen, also zweikeimblättrige Pflanzen, zu befallen, diesen ihr tumorinduzierendes Plasmid in den Nukleolus zu scheuchen, zu transportieren, zu transferieren, um ein schlaues Wort zu verwenden, und dort mittels Restriktionsenzymen mal eben ein kleines bisschen die DNA einzuschneiden, die sich dann durch Hilfe der DNA-Polymerase ganz schnell wieder selber repariert. Aber da da gerade ein DNA-Stückchen neben der angeschnibbelten DNA liegt, also ein Plasmid ist ein DNA-Ring, ja, das ist also wirklich ein relativ kleines Stückchen, ringförmiges Stückchen DNA. Und wenn das in die Zelle eingebracht wird von der in die Zelle eindringenden, ja, von dem in die Zelle eindringenden Bakterium, dann gibt es eben dieses Stückchen DNA in die Zelle ab. Dieses Stückchen DNA wandert in den Zellkern und das Bakterium hat eben auch Restriktionsenzyme dabei. Habe ich zumindest so in Erinnerung, nagelt mich mit den Restriktionsenzymen nicht fest. Aber wenn dann eben noch zusätzlich Restriktionsenzyme, das sind so kleine Mini-DNA-Schneider, die schneiden die DNA mal kurz ein, dann kommt eben die DNA-Polymerase angesaust, das ist so eine Art Pac-Man auf Schienen, der die DNA entlang fährt und immer wieder Löcher zumacht, falls die DNA irgendwo mal Löcher bekommt. Könnt ihr euch wirklich wie ein Pac-Man auf Schienen ein vorstellen. Und wenn da bei der Gelegenheit festgestellt wird, oh Mist, da ist ja ein DNA-Ring neben der DNA, den müssen wir aber dringend in die DNA einbauen. Der DNA-Ring wird ja auch angeschnitten von den Restriktionsenzymen wohlmöglich und liegt dann halt eben nicht mehr ringförmig, sondern als langes Band vor, dann kann es passieren, dass der eben in die DNA eingebaut wird und just in dem Moment hat Agrobacterium tumefaciens, der kleine Schlingel, oder die kleine Schlingel, das Ding ist glaube ich geschlechtslos, hat es dann geschafft, ja, eine Pflanze zu genmanipulieren. Das ist tatsächlich eine natürliche Form der Genmanipulation und die Pflanze macht jetzt weiter ihr Ding, liest also ihre DNA ab und unter anderem liest sie dabei jetzt auch das inzwischen eingebaute TI-tumorinduzierende Plasmid ab. Und ja, was macht wohl ein tumorinduzierendes Plasmid? Es induziert einen Tumor.
Und damit kriegt die Pflanze einen Tumor. Und dieser Tumor, der gibt, beziehungsweise das Plasmid gibt haufenweise Wachstumshormone, unter anderem Auxin, ab, die dann wiederum dazu führen, dass die Zelle sich, ja, unkontrolliert teilt, ist das falsche Wort, aber ja, es ist schon so eine Art tumorartige Zellteilung, die eben jede Menge von diesem Auxin und anderen Wachstumshormonen erzeugt. Und von diesem Material, was jetzt dadurch diese ständige Teilung gebildet wird, davon leben jetzt die Bakterien, können sich entsprechend im Gewebe ausbreiten, andere Zellen auch mit ihrem lustigen Plasmid infizieren, gentechnisch manipulieren, und es wächst und wächst und wächst lustiges Gewebsel an einer beliebigen zweikeimblättrigen Pflanze. So, jetzt ist jeder Laubbaum eine zweikeimblättrige Pflanze, eine Dicotyledone, und dementsprechend kann da jeder Laubbaum weltweit und jede andere zweikeimblättrige Pflanze potenziell vom lieben Acrobacterium befallen werden. Das heißt übrigens Acrobacterium, weil es immer so aggressiv drauf ist. Nein, es heißt Acrobacterium, weil es ein Bodenbakterium ist, und Tumefaciens heißt so viel wie Tumorerzeugendes, also das tumorerzeugende Bodenbakterium, frei übersetzt. Ganz fancy Angelegenheit. So, das könnte es durchaus sein. Da bin ich auch absolut dabei, dass das absolut in die nähere Auswahl kommt. Theoretisch könnte es auch noch eine sogenannte Knospungssucht, Knospensucht oder Zweigsucht, hat man es, glaube ich, auch schon genannt, sein. Heißt, eine Pflanze, sprich ein Baum, neigt dazu, im Laufe seines Lebens unter der Rinde des Stamms und der Rinde der Zweige und so weiter und so fort sogenannte schlafende Knospen anzulegen. Ne? Also eine Pflanzenstängel besteht aus Internodien und Nodien. Also auf gut Deutsch, bei einer einfachen Pflanze hast du im Prinzip ein Stück Stängel, wo keine Knospen, keine Abzweigungen dran sind, und ein Stück Stängel, an dem halt dann eben die Knospen mit den Abzweigungen, sprich zusätzliche Zweige oder ähnliches, sitzen. So, und dazwischen in den Internodien kann es schlafende Knospen geben, die man gar nicht sieht, dass da also Knospen verborgen sind, Knospenansatzpunkte verborgen sind, und konkret bei einem Baum heißt das überall im Stamm unter der Rinde, insbesondere bei Periderm-Bäumen wie der Scheinbuche, also mit lebender Rinde, kann sich überall unterm Stamm eine schlafende Knospe befinden, und diese schlafenden Knospen können durch Umweltreize, manchmal auch durch falsche Umweltreize, manchmal durch Mutation ausgelöst werden, dass sie austreiben sollen. Normalerweise würde da jetzt ein stinknormaler Zweig sich herausbilden, der dann wieder Seitenknospen produziert, wo dann wieder weitere Zweige rauskommen, und es entsteht einfach ein neuer Ast. Ist eine Lebensversicherung für den Fall, dass die Oberkrone verletzt, zerstört oder sonst was wird. Das können wir momentan gerade in Deutschland bei der stinknormalen unserer Buche, also Fagus elvatica, nahezu überall beobachten, dass eben die Kronen oben beschädigt sind, die Buche in der Mitte aber intensiv austreibt und in der Mitte immer dichter wird und wir immer mehr grüne, jetzt nicht mehr, jetzt ist Herbst, aber immer mehr grüne Blattmasse finden, war im Sommer wunderbar zu sehen. Ganz viele tote Kronen und eine Bildung einer sehr wunderschönen, teilweise durchaus sehr, sehr lebendigen, lebensfähigen und außerordentlich grünen Sekundärkrone beobachten konnten. Durch eben diese schlafenden Knospen, die weiter unten in der Krone eben für Ersatzäste sozusagen vorgehalten worden sind. Aber nochmal, durch Mutation kann es passieren, dass diese schlafenden Knospen völlig unkontrolliert austreiben und dann derart seltsam austreiben, dass dabei einfach ein großer Knubbel, ein immer größer werdender Knubbel entsteht, ohne dass das jetzt ein richtiger Tumor durch einen tumorinduzierenden Faktor, der die DNA verändert, sein muss. Oder, was es auf keinen Fall in diesem Fall sein kann, meiner Meinung nach, ist es ein Pilz. Einfach gesagt. Ja? Bei Pilzen tue ich mich schwer mit Fachbegriffen. Deswegen sage ich jetzt keine schlauen Worte und sage nur so viel: Wäre es ein Pilz, ein tumorinduzierender Pilz gewissermaßen, also ein pilzlicher Tumor, das geht auch. Da lebt der Pilz meistens im Kambium und bringt das Kambium dazu, eben deutlich mehr Holzzellen nach innen zu produzieren, sich einfach eine enorme Zellteilung durchzumachen. Das gibt dann auch so ein schwammiges, knubbelartiges Gewebsel, weil ja eben möglichst viele Kambiumzellen gebildet werden sollen und nicht möglichst viel Holz nach innen, sondern möglichst viel eigene Kambiumzellen, weil der Pilz eben vom Kambium, das ist die Wachstumsschicht unter der Rinde, leben möchte. Und das wäre dann eigentlich ein richtiger Baumtumor,
Tumor im klassischen Sinne, der von Pilzen, meistens Basidiomyceten, verursacht wird. Aber ja, das steht immer in einem gewissen Verhältnis zur Dicke des Baums, weil der Pilz muss für seinen eigenen Wachstumsprozess ja auch irgendwie Baummaterial verwenden, braucht ja Nahrung, um zu wachsen. Und damit ist ein Baumpilz, auch ein tumorartiger Baumpilz, immer darauf angewiesen, ein Stück weit sich im Verhältnis der Möglichkeiten seines Wirts sozusagen zu bewegen. Bedeutet auf gut Deutsch, wenn du ein Stämmchen von 20 cm Dicke hast, dann hast du da nicht einen Chaga mit einem Durchmesser von 50 cm dranhängen. Weil so ein großes Fruchtkörperchen könnte der Pilz mit dem bisschen Holzmaterial, das er da überhaupt zersetzen kann, um davon zu leben, niemals bilden. Und selbst wenn der Chaga einen 50 cm großen Fruchtkörper bilden würde, dann wäre das Innere des Stamms zu diesem Zeitpunkt so massiv einer Weißfäule ausgesetzt, also Abbau von von Lignin im Stamm, dass der Stamm an dieser Stelle sofort umknicken würde bei jedem noch so kleinen Windhauch. So da wir wissen, dass der Notophaguswald, in dem der Stefan da rumrennt, sehr viele Windhauche abbekommen hat, können wir uns absolut sicher sein, dass es sich bei diesem Gebilde am Stamm niemals um einen Pilz handeln kann, der irgendeine Form von Weiß- oder Braunfäule auslöst. Im Fall eines Chaga-Pilzes wäre es ja eine Weißfäule, weil dann dieser Stamm auf keinen Fall noch stehen würde. Es kann sich also wirklich nur um Acrobacterium tumefaciens oder um eine Knospungssucht, die einfach durch eine Mutation, Knospensucht, die einfach durch eine Mutation entstanden ist, handeln. Außerdem, um es mal kurz zu machen, es gibt überhaupt keinen Chaga auf Neuseeland und Notophagus ist keine seiner Wirtsbaumarten. Es ist also schlicht und ergreifend unmöglich, dass ein Chaga in einem Notophaguswald gefunden werden kann und schon gar nicht auf Neuseeland. Ja? In einem in Deutschland angebauten Notophaguswald vielleicht gerade noch so, aber der kommt auf Neuseeland nicht vor. Pilze haben ja auch gute Verbreitungskarten, gerade auch wenn sie invasiv werden sollten und woanders auf dem Planeten vorkommen, wo sie nicht hingehören, dann ist es umso wichtiger, dass das in der Verbreitungskarte mit aufgeführt wird. Und da habe ich überhaupt nichts, auch nicht in meinen schlauen Büchern, zum schiefen Schillerpoling gefunden, dass der da irgendeiner Form mal durch Invasivität aufgefallen wäre. So, hätte der Stefan jetzt also versucht, diesen, was er nicht getan hat, warum auch immer, diesen wunderbaren Superfund eines gigantischen Chaga-Pilzes, der als Vitalpilz durchaus gewisse gesundheitsfördernde Eigenschaften haben kann und mindestens als Placebo für die Gruppe durchaus nützlich gewesen wäre? Oh, dachte gerade, mein Bild wäre eingefroren, war es aber dann doch nicht. Ja. Warum er nicht versucht hat, den überhaupt zu ernten, weiß ich nicht. Aber wenn er es versucht hätte, hätte er festgestellt, dass er sich da mit einem massiven Holzklotz zu tun hat. Das ist also nicht etwa Pilzgewebe, also Chitin, sondern schlicht Holz. Sowohl das Acrobacterium als auch eine Knospensucht erzeugen einen Holzklumpen im Prinzip. Das ist also sozusagen eine Maserknolle, die kann durchaus interessant sein, wenn man was Schönes schnitzen möchte. Für mehr aber auch nicht. Oder man kann sie verbrennen. Aber auch da gibt es wahrscheinlich einfacher zu gewinnendes Brennholz. Ja, also, liebes Seven vs. Wild Team, das ist Quatsch. Das ist auf keinen Fall ein Chaka. Chaka, du schaffst es! Ich bin zu alt. Den Witz kapiert garantiert keiner mehr. Das war mal, also für mich war das aus der Wochenshow. Da gab es, ja, lassen wir das. Kennt jemand noch die Wochenshow mit Ingolf Lück, der Typ mit der großen Nase? Man darf keine Nasewitze machen, wenn er im Raum ist. Ja, egal. Gut, also Stefan, woran nützt nichts? Es ist kein Chaka. Koffer suchen. Hugo schwächelt. Das ist normal. Das ist tatsächlich einfach der Mangel an insbesondere Kohlenhydraten geschuldet, dass Hugos Organismus vielleicht langsam versucht, in die Ketose überzugehen, beziehungsweise in Hungerstoffwechsel überzugehen. Bedeutet Fettabbau aus körpereigener Reserve. Und ja, Eiweiß muss halt Muskulatur abgebaut werden. Wenn man das noch nicht gewöhnt ist, dann reagieren verschiedene Menschen unterschiedlich. Und daher kommt es dann schon auch recht schnell zu einer gewissen Unterversorgung. Daher, ich kann das nachvollziehen.
Gefährlich ist das jetzt deswegen, weil dieser Hang da gefährlich ist. Das ist ja ein schiefer Hang und der Schiefer, das sind ja so Platten, die dann auch teilweise in Hangrichtung so einzelne Platten sind. Die sind sehr glatt, die rutschen einem unter den Füßen weg. Also ein unqualifiziertes Rumstolpern da an dem Hang kann wirklich in ja, recht einfachem Abrutschen resultieren und das kann dann selbstverständlich auch zu Verletzungen führen, wenn man da dann irgendwie doof den Hang runterrutscht. Dass man da gerne mal schnell umfällt und stolpert, sehen wir auch am Uwe, der ja auch ständig auf dem Hintern liegt. Das ist im ersten Moment natürlich lustig und im Zweifel ist das Vorgehen, da merkt man, dass der Uwe Kampfsportler ist, bei Wegrutschen schnell am Boden zu sein, das ist auch genau richtig, ja, weil wenn du um jeden Preis versuchst, aufrecht zu bleiben und dann dämlich fällst, dann schmeißt du dich vorher lieber kontrolliert hin, dann ist dir nichts passiert, dann bist du sicher am Boden und kannst nicht mehr umfallen. Was liegt, kann nicht umfallen. Sage ich auch immer zu meiner Frau, wenn sie sich beschwert, dass ich überall mein Zeug rumliegen habe. Das liegt daran, dass es dann nicht umfallen kann. ja, hilft nicht. Ich muss trotzdem aufräumen. Ja, da merkt man wirklich, der Mann, gefühlt macht er jedes Mal wahrscheinlich da gedanklich drei Judo-Rollen, wenn er da mal irgendwo umkippt. Also er kann fallen und üblicherweise hat eben ein Kampfsportler teilweise auch einen darauf ausgelegt, durchaus mal einen Bodenkontakt zu haben, Stand. Und bei Hugo mache ich mir, Quatsch, bei Uwe mache ich mir da also wenig Sorgen, bei Hugo schon. Wie der dann auf einmal plötzlich im Fluss spawnt und da versucht, wieder rauszukommen. Es tut mir leid, ich musste lachen, ich bin ein böser Mensch. Im Grunde ist das schon nicht ganz ungefährlich. Und wenn der da dumm ins Wasser fällt, dann war das gelber Knopf mindestens. Vielleicht sogar auch roter Knopf, wenn es wirklich dumm läuft. Daher schon nicht so clever, aber super sympathisch und auch irgendwie lustig, ehrlich gesagt. Ja, was ich dann wiederum nicht ganz verstanden habe, war, also beziehungsweise super praktisch wäre es gewesen für die Koffermission, den Stefan zu schicken. Weil abgesehen davon, was der Stefan sagt, was er alles kann, sehen wir, was er tatsächlich kann. Also das zeigt er ja auch. Er kann sich A sicher im Gelände fortbewegen, das sieht man, das kann der, ja, das macht er ja auch viel. B kann er Holz machen, das sieht man auch, wenn er mal Holz macht. C kann er Gras sammeln. Und auch das macht er prima, wenn er das dann mal macht. Und ich bin mir sicher, dass er mit diesen Fähigkeiten, insbesondere mit seiner Erfahrung in der Fortbewegung im schwierigen Gelände und seinem Willen rumzulaufen, durchaus der prima perfekte Kandidat für Koffermissionen gewesen wäre. Nicht, dass ich dem Hugo und dem Uwe das wegnehmen möchte, aber da hätte man jetzt zum Beispiel einen Stefan mal richtig sinnvoll einsetzen können, der allerdings ja nicht da war, als das Tape zum Koffer gefunden wurde und entsprechend auch nicht wusste, dass jetzt eine Koffermission stattfindet. Was ich dann trotzdem nicht ganz kapieren kann, ist, warum der Stefan scheinbar, das könnte natürlich auch wieder ganz böse zusammengeschnitten worden sein, dass man das einfach nicht gezeigt hat, der Stefan scheinbar nicht reagiert hat, als er die Schreie in der Ferne gehört hat von vermutlich Hugo, der ja da wahrscheinlich irgendwelche Schwierigkeiten am Hang hatte. Weil eigentlich wäre Stefan ja wirklich mit seiner Fortbewegung und Geländeerfahrung genau der richtige Mann in diesen Situationen gewesen, den beiden zu Hilfe zu eilen und ihnen vielleicht sogar ein paar hilfreiche Tipps zu geben, wie sie jetzt am besten da durch dieses Bachtal sich fortbewegen und was da jetzt möglicherweise helfen könnte, um da irgendwie an diesen Koffer ranzukommen. Wo er da bleibt, warum er da nichts tut, keine Ahnung. Erfährt man als normaler Zuschauer nicht, vielleicht hat er da in irgendeinem seiner zahlreichen Statements was zu gesagt, aber das wundert mich einfach. Ist das ein Fehler? Soweit würde ich auch nicht gehen. Es darf ja jeder Kandidat sein eigenes Süppchen kochen, aber dann sollte er halt auch nicht so tun, als sei er Teil der Gruppe. Beziehungsweise, ich finde das schon richtig, dass er am Ende der Folge Joey Kelly dann Stefan quasi damit konfrontiert, dass er sich jetzt entscheiden soll, ob er jetzt eben sein eigenes Ding macht oder Teil der Gruppe sein möchte. Und wenn er Teil der Gruppe sein möchte, dann muss er halt auch das tun, beziehungsweise damit leben, dass die Gruppe eine Entscheidung getroffen hat, die ihm möglicherweise nicht schmeckt und sich da unterordnen. Teile des Internets fragen sich diesbezüglich und da möchte ich mich ausdrücklich anschließen, den Gedanken hatte ich auch schon oft, der Mann ist doch so Ex-Soldat. Warum hat er große Schwierigkeiten damit, sich unterzuordnen? Weil als Soldat,
solange man jetzt nicht hier gerade der Oberstleutnant oder der Oberst oder der Brigadegeneral oder irgend sowas in die Richtung ist, ist ja Unterordnen entscheidender Bestandteil des Jobs. Ne? Derjenige, der im Dienst gerade über dir ist, sagt dir halt, was du zu tun hast. Klar sollte man dabei das Hirn nicht völlig ausschalten, aber wenn du einen Befehl bekommst und eigentlich sollte man doch als Ex-Soldat in der Lage sein, selbst ich kann das und ich war nur ein paar Monate bei dem Verein, sollte man doch eigentlich in der Lage sein, sich einfach wieder in dieses, ich bin Befehlsempfänger und mache jetzt, was mir gesagt wird, Mentalitätsding zurückzuversetzen. Und das ist ja auch wichtig und richtig und anders würde eine Armee auch nicht funktionieren, wenn das nicht möglich wäre, dass das manche Leute tun. Und das überrascht mich. Ja, also es überrascht mich, dass der Stefan da so große Schwierigkeiten mit hat und scheinbar das nicht hinbekommt. Ob das jetzt angemessen wäre, ja, oder ob er einfach wirklich grundsätzlich so genervt ist, weil keiner seine Ideen gut findet oder ihm gefühlt nicht zuhört. Und diese Wahrnehmung, das ist ja sicher nicht falsch, dass er diese Wahrnehmung hat, dass er das in dem Moment so wahrnimmt. Und deswegen ist das seine Wahrheit. Und das kann man ihm auch schwer irgendwie vorwerfen. Es hilft natürlich nicht wirklich weiter, aber persönlichen Vorwurf möchte ich da nicht draus drehen. Das also bitte nicht falsch verstehen. Gar nicht. Aber ja, das wundert mich einfach, dass er da solche Schwierigkeiten mit hat. Auch eben gerade Teamwork und Zusammenarbeit mit Leuten, die man auch möglicherweise nicht mag. Also bei meinen paar Monaten bei der Bundeswehr gab es jede Menge Leute, die ich nicht mochte, aber wir haben trotzdem in Situationen, in denen das halt der Auftrag erfordert hat, dann halt trotzdem zusammenarbeiten können, weil du hockst alles gemeinsam in derselben Scheiße. Und die gleiche Situation hast du bei Seven vs. Wild ja auch, socken ja alle in denselben Mist. Und eigentlich sollte das kameradschaftsmäßig eine ganz gut teambildende Maßnahme sein. Ja? Und ich verstehe auch, dass eben Langzeitsoldaten dann mit ihren Kameraden lebenslange Freundschaften pflegen, weil das schweißt verdammt nochmal zusammen. Selbst eine blöde Grundausbildung, schnöde, reicht da schon aus, um ein grobes Gefühl dieser tiefen Kameradschaft, die du beim Militär bekommst, ja, klar zu machen. Und diese Kameradschaft empfindet man wirklich in alle Ecken. Auch wenn es hier und da mal Leute gibt, mit denen man eben nicht so gut kann, im Zweifelsfall funktioniert es halt trotzdem, weil Kamerad ist man halt trotzdem. Also zumindest war das bei mir so. Und wie gesagt, ich war nicht so lange bei der Truppe, deswegen verstehe ich das einfach nicht. Das überrascht mich. Oh, ich habe vergessen zu erwähnen, dieses TI-Plasmid, das tumorinduzierende Plasmid von Acrobacterium tumefaciens, ist übrigens eine der ersten Methoden für erfolgreiche gentechnische Veränderungen von Pflanzen, die dann auch so angebaut wurden. Beispiel die Flavor-Saver-Tomate. Die blieb länger ja, frisch, wurde weniger schnell matschig, weil da bestimmte Antimatschigkeitsenzyme quasi ausgeschaltet worden sind. Lecker war die deswegen nicht unbedingt. Weil man kann ein gentechnisch manipuliertes Agrobakterium dazu kriegen, dass es halt eben nicht das tumorinduzierende Plasmid in anderen der Pflanze, die es befällt, einpflanzt, sondern irgendein anderes Plasmid, wo irgendwas draufsteht. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht, manchmal eben schon. Die Pflanze, bei der es klappt, vermehrt man dann und schwuppdiwupp hat man eine gentechnisch veränderte Pflanze. Meines Wissens hat man auch die Tomoffel auf diesem Wege hergestellt. Oben Tomate, unten Kartoffel, Tomoffel. Die hat jemand erfunden, der dann zu meinem Studiumsbeginn der Obermotz, der Studiendekan meiner Fakultät, Wissenschaftszentrum Weihenstephan TU München gewesen ist. Und das war so seine große, große Leistung im Rahmen seiner genetischen Pflanzenzüchtung und so weiter und so fort. Super cooler Typ. Hat die Studentinnen in den hinteren Bankreihen davor gewarnt, da sie so weit weg sind, dass er sie nicht davor beschützen könne, da hinten schwanger zu werden und sie das deswegen auch bitte in der Mathevorlesung im Hinterkopf behalten sollen. Also aus heutiger Sicht völlig undenkbar, dieser Spruch, aber ich fand es lustig. Ja, egal, zurück zu der Situation. Stefan kommt also nicht helfen, dann finden Sie den Werkzeugkasten, der ist nützlich. Wichtig, im Werkzeugkasten ist kein Angelset, das ist ein Nähset. Ein Nähset ist kein Angelset und Faden zum Nähen ist keine Angelschnur. Ja, vielleicht für mini, 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 mini Fische, aber die brauchst du auch gar nicht erst versuchen zu angeln, das ist völlige Zeitverschwendung.
Außerdem sind da keine Haken dabei, da müsste man aus irgendwelchen Nadeln irgendwas zusammenbauen. Vielleicht geht das, vielleicht kriegen wir sowas noch zu sehen, keine Ahnung. Aber es ist zunächst mal kein richtiges Angelset, allenfalls ein Impro-Angelset mit sehr eingeschränkten Möglichkeiten. Ohne Angelschnur, ich kenne mich ja mit Angeln nicht aus, aber das haben ja die Leute, die sich damit auskennen, beziehungsweise ein kleines bisschen habe ich mich inzwischen auch weitergebildet, ist eher schwierig, sagen wir es jetzt mal so. Schwierig bis gemein. So, dann die Popcorn, beziehungsweise die, ja, böse Zungen nennen sie die Popcornwiese, weil es da Grillen gibt und wenn du die grillst, dann schmecken die wie Popcorn. Ich habe auch schon Heuschrecke gegessen, fand ich jetzt eigentlich nicht, dass die wie Popcorn schmeckt, aber das ist ja völlig in Ordnung, das darf man ja selbstverständlich so sehen. Gar kein Thema, ja, überhaupt keine Kritik. Klingt halt einfach ein bisschen lustig, das Ding Popcornwiese zu nennen, ohne es böse zu meinen. Stefan Plateau und Popcornwiese sind halt jetzt die beiden Orte, die Stefan jeweils empfiehlt für ein Lager. Da ist es mehr als 10 Grad wärmer als im Rest des Tals. Das halte ich für Quatsch. Das ist schlicht und ergreifend. Wünsch dir was, Wahrnehmung, das ist also physikalisch nah, das ist unmöglich. Das ist physikalisch Quatsch. Meteorologisch, physikalisch, wissenschaftlich, das kann nicht sein. Wenn überhaupt, dann ist es überall in der Sonne entsprechend viel wärmer und ja, diese Wiese sollte da keinen Unterschied machen. Wirklich nicht. Höchstens, wenn sie dann eben ein Nordhang wäre, damit eine direktere Sonneneinstrahlung, also mehr Watt pro Quadratmeter bekommen würde, dann könnte man das vielleicht noch eventuell annehmen, aber da sie halt einfach nur flach ist, ist das wirklich physikalisch Quatsch. Im Gegenteil, das ist langfristig gesehen der absolut kälteste Punkt im Tal, zusammen mit allen anderen Bereichen direkt neben dem Fluss. Da, wie Stefan selbst schon erklärt hat, kalte Luft ja nach unten steigt, gilt das auch für seine Popcornwiese und die wird zumindest in der Nacht ganz schnell und insbesondere in den Morgenstunden zum kältesten und gleichzeitig mit Abstand feuchtesten Punkt des Tales. Nicht nur, dass sämtliche kalte, feuchte Luft sich da unten sammelt, sondern da steigt auch noch zusätzlich die Feuchtigkeit durch die Wasserbewegung des Bachs. Das ist nicht allzu viel, aber das ist noch Zusatzfeuchtigkeit, steigt ebenfalls vom Bach auf und verteilt sich über diese Wiese. Also nirgendwo wird es mehr raureif früh morgens und mehr tau früh morgens, möglicherweise auch eher tau als raureif und das ist nicht besser, wenn man drin schläft, wird es nirgendwo mehr als auf dieser Wiese geben. Das ist absolut eindeutig und absolut klar. Die hat auch, wenn überhaupt, bloß minimalst mehr Sonnenstunden, also eher Sonnenminuten, als vergleichbare andere Ecken. Das ist nicht so, dass das dir da, oh, hier scheint die Sonne, das muss der beste Ort sein. Und wenn dann die Sonne plötzlich woanders scheint, ist da dann der beste Ort. Und das ist schon sehr schwer nachvollziehbar, wie er auf diese Idee kommt. So, der Boden, den wir da haben, der dürfte noch schlechter isolieren als der Boden am Flugzeug, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass der durch regelmäßig stattfindende Überschwemmungen, die gibt es bei Bergbächen immer wieder regelmäßig mit Sediment überschüttet wird. Das heißt, da kann sich gar keine große Humusschicht aufbauen und nur eine Humusschicht bzw. ein dicker AA-Horizont, habe ich in einem Extra-Video erklärt, isoliert vor der Bodenkälte. Hingegen haben wir es hier wahrscheinlich mit Sand, Kies und überwiegend wahrscheinlich eher so einen kiesigen Schluff, vielleicht auch ein bisschen Ton zugegeben, ja, Boden zu tun. Das alles ist nicht besonders warm. Das heißt, wir hätten hier deutlich höheren Bedarf an Bodenisolation, wenn wir auf diesem Boden direkt schlafen wollen würden. Das ist nicht so, dass man das nicht machen kann, aber das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein weiterer Nachteil. Es gibt ein Überschwemmungsrisiko, das jederzeit stattfinden kann, weil es weiter hinten in den Bergen regnen kann, am Ort der Popcornwiese hingegen nicht und das Wasser einfach von hinten dann relativ schnell kommt. Frag mal die Bewohner vom Ahrtal, wie schnell das gehen kann, dass dann eine Überschwemmung anrauscht. Es ist unwahrscheinlich, dass man deswegen nicht noch selber sich in Sicherheit bringen kann, aber das Lager, so man dann da mitten auf der Wiese eins errichtet, wäre dann weg. Es gibt an diesem Ort keinerlei Windschutz, talauf und Abwinde würden da also durchpusten bis zum geht nicht mehr. Das ist beim Flieger zwar auch nicht wirklich besser, aber garantiert auch nicht auf der Wiese. Ja, der absolut nasseste Ort überhaupt, wer schon mal häufiger an Bächen gepennt hat, also ich habe es aufgegeben, das macht überhaupt keinen Spaß. Da ist alles so nass, so viel Kondenswasser am Morgen im Zelt, das macht wirklich überhaupt keinen Spaß. Gerade bei solchen relativ großen Bächen mit einer gewissen Wasserbewegung ist das, egal bei welchem Wetter, nie ein
richtig tolle Idee. Immer einen gewissen Abstand da einhalten, lieber ein paar Meter laufen, gerne 4, 5 Höhenmeter höher als der Bach, wenn es irgendwie möglich ist, nächtigen. Und Forellen fressen keine Hagebutte. Wie sollen die da dran kommen? Ja, selbst wenn sie da dran kommen würden, als Köder taugen die mit Sicherheit nicht. Da hat Stefan schon recht. Aber nicht, weil die Hagebutten schon so häufig gefressen haben und Hagebutten gewöhnt sind. Ja, ansonsten finde ich die Vogelszene mit dem Vogel ganz wunderbar. Ganz, ganz tolle Szene. Super harmonisch und hat mich nach der Situation mit der Stefanwiese, die ich so überhaupt nicht verstehen, Popcornwiese, Entschuldigung, die ich so überhaupt nicht verstehen kann, mal wieder ein bisschen runtergeholt. Und ich finde es schön, ehrlich gesagt, und da ich persönlich den Joe ja mag, dass er auch mal eine richtig schön sympathische Szene da haben darf und sie nicht nur Joe schimpft über Stefan-Szenen in die Serie reingeschnitten haben. Toll. Und übrigens dieser Bellbird, den der Joe da dankenswerterweise gefilmt hat, das ist ja ein wunderbarer Vogel. Großartig. Und dieser Gesang, also finde ich ganz, 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 ganz toll. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal für diese Szene. Ja, Gruppendynamik, Gruppenpsychologie und so ein Krempel, bis auf die paar Sachen, zu denen ich mich hinreißen habe lassen, drüber zu sprechen, möchte ich nichts weiter zu sagen. Es ist spät geworden. Der Beitrag ist lang geworden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Hoffe, es war ein bisschen was Lehrreiches und irgendwie Hilfreiches und vielleicht sogar Unterhaltsames dabei. Bedanke mich, wie gesagt, nochmal und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hoffentlich dann ein bisschen zeitnah nach Folge 6. Wäre ja dann die nächste Folge theoretisch fällig. Ich denke, so mache ich das auch. Macht's gut.